Bitteschön. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Next Quest Studio für eine weitere Folge Alte Männer reden über alte Spiele. Ihr wisst Bescheid, Alte Männer ist ein reiner Ehrentitel, hat weder was mit dem Alter noch mit dem Geschlecht der Anwesenden zu tun. Ich bin euer Gastgeber für heute Abend, ich bin der Markus und mit mir als Alte Männer sind dabei der Jan Schmid. Hallo Jan Schmid. Hallo Markus, hallo Chat. Dann haben wir den alten Mann Björn. Hallo Björn. Hallo, schönen guten Abend und live long and prosper. Und er hat schon alles verraten. Oh mein Gott. Nein, aber keine Angst, wir haben noch mehr Überraschungen für euch. Und dann haben wir last but not least noch den Jan. Ich habe keine Ahnung, was mir jetzt gleich blüht. Wagner. Hallo Jan, wie geht's dir? Ich habe ein bisschen Angst. Guten Abend. Zu Recht. Zu Recht habe ich mir sagen lassen. Genau, wir haben nämlich heute, das kann man nicht anders sagen, wir haben eine ganz spezielle Sendung für euch vorbereitet. Nicht nur das, wie wir gerade schon festgestellt haben, und zwar nicht nur, weil der Björn es verraten hat, sondern weil man es auch, sehe ich gerade, sieht. Weil die Box. Ich wollte gerade sagen, ich konnte nichts mehr verraten, die Schachtel lag da schon. Sagen, die lag da schon. Und um was geht es jetzt heute? Ich habe immer noch den Zusammenhang noch nicht. Weiß nicht. Star Wars, wir reden heute über Star Wars. Genau. Sehr gut, alles klar. Das ist da, wo Harry Potter den Daleks umbringt, oder? Ganz genau, ganz genau. Wir brechen heute Abend in die Skywalker Ranch ein. Also das war der Punkt, oder? Ich habe nicht den Sinn. Also. Von daher, wir werden heute Abend über die zweite Umsetzung von Star Trek als Rollenspiel reden. Mhm. Das ist nämlich nicht die erste, wie die allermeisten Menschen glauben, weil einige von euch, die lange schon dabei sind und viel aufgepasst haben, werden wissen, ich hoffe die Anwesenden auch, dass es da schon mal eine andere Version gab. Wer von euch wusste das noch? Okay, du hast dich vorbereitet. Alles klar, die anderen zwei müssen nachsitzen. Das war geklärt. Also, wenn wir jetzt total Korinthen kacken wollen, ne? Das ist die dritte. Ja, weil es die zweite Edition ist. Ah, ja. Nice. Okay, gut, der Mann hat mich gekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Alle bis auf Jan müssen heute Abend noch ein bisschen hier bleiben. Sehr gut. Ja, also, wenn es euch gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns übrigens jedes Mal darüber, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst. Lasst Kommentare da. Erzählt es Freunden, Verwandten und anderen Menschen, die ihr da auf der Straße trefft. Beziehungsweise auch natürlich gerne eine Unterstützung auf Patreon, damit wir noch viel mehr von diesem abgefahrenen Krimskrams machen können. Make it so. Make it so. Ja, fast nah dran. Das gab's, wenn es den ganzen Abend so weitergeht. Alter. Ja, ich glaube, da fallen noch ein paar von der Sorte heute Abend raus. Energie. Der ist tot, Jim. It's live, but not as we know it. 21, 22, 23. Ja, wo waren wir? Sehr gut, alles klar. Also, auf jeden Fall total cool, dass ihr mit eingeschaltet habt. Wir waren im Jahre 23. Dass ihr hier mit eingeschaltet habt, um uns zu begleiten auf unserem Weg zurück in die 80er. Wir sind heute wieder mal in den 80ern zu Hause. Und vorher habe ich, wie gesagt, ein Special für euch. Der Einzige, der es wahrscheinlich schon ahnen kann, ist der Kollege hier drüben. Ja. Weil der hat gespickt. Der hat gespickt, als ich hier was mitgebracht habe. Denn das ist eine absolute Premiere. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Dass ich sozusagen nochmal eine Nachreview geben möchte für das Thema vom letzten Mal. Weil ihr werdet das nicht glauben, was ich mir tatsächlich nach dem letzten Mal geholt habe. Ich habe mir... Geil! Nein! Nein! Ich habe mir tatsächlich ein Original Golden Heroes geholt. Das war unsere Vorstellung vom letzten Mal, da hat der Jan sich ganz dolle mit eingearbeitet und wir hatten eine, ich möchte mal sagen, lebhafte Diskussion über das Thema. Also, das war. Du hast dich halt mit Händen und Füßen gewehrt, aber... Ja, das will ich zugeben, das hatte allerdings auch seine Gründe, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil ich möchte jetzt gerne sozusagen eine Re-Review machen nochmal an der Stelle, ganz kurz, weil... Zum einen fand ich das einfach auch mal spannend zu sehen, das ist tatsächlich dieselbe Box, die Games Workshop in den 80er Jahren auch für ihre ganzen Brettspiele hatte. Genau. Also da haben sie einfach eins zu eins dieselbe genommen. Und die ist auch ganz schön leer. Die ist auch gar nicht mal so voll, ja. Weil ein Teil von dem, was hier drin ist, ist festhalten gar nicht Originalinhalt. Denn original sind da nur diese beiden Hefte drin. Wie Jan schon gesagt hat, das war's. Von dem, wie wir ja wissen, im Players Book, im Players Book im Prinzip fast komplett abgedruckt, nochmal im Supervisors Book. Also insofern ist anderthalb Mal das gleiche Heft drin. So, und ich habe tatsächlich die beiden Bücher dann am Wochenende gelesen, weil ich so fasziniert war von unserem Gespräch und weil mich das beschäftigt hat. Das hat mich wirklich beschäftigt. Und ich wollte nochmal wissen, was in diesen einzelnen Büchern drinsteht. Und ich gebe dir in fast allen Belangen recht. So. Und zusätzlich muss ich auch sagen,
hat sich einiges meiner, ich möchte einige meiner Aussagen, die ich getroffen habe letzte Woche, zu dem System revidieren und andere bestärken. So, was ich wirklich sagen muss, was beeindruckend ist, ist das Kampagnensystem. Also das Campaign-System, was da drin ist, ist aus meiner Sicht das eine zentrale geile Element hier drin. Diese Geschichte mit dem, dass, wie sich deine Sachen verändern, sowohl in deinem Privatleben als auch das, also dieses ganze Drum und Dran, das ist super. Das ist echt toll gemacht. Und was ich so spannend daran finde, das hat faktisch inhaltlich nichts regeltechnisch mit dem System zu tun. Denn ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr jemals irgendwie mit irgendeinem anderen System eine Superheldenkampagne spielen wollt, klaut dieses Kampagnensystem. Das ist also wenn ihr Superheldenkampagnen spielt, an denen man Geheimidentitäten hat, an denen einem was liegt. Ja. Also. Ja. Ganz genau. Und das muss ich wirklich sagen, hervorragend. Also allein dafür lohnt sich dieses System. Und jetzt verstehe ich auch viele andere Sachen, die Reviews waren und so weiter und so fort, durchaus. Was ich aber immer noch so spannend finde, ich habe, glaube ich, noch nie ein System gehabt oder gelesen, wo ein Teil des Aspektes wirklich überhaupt in gar keiner Art und Weise mit verwoben ist, mit dem Rest. Weil es ist regeltechnisch null verwoben. Gar nicht. Hat nichts miteinander zu tun. Gar nichts. Das ist also voll abgefahren. Du kannst dieses gesamte Kampagnensystem, weil das sind diese unterschiedlichen Sets mit dem, was ist mein Hintergrund und so weiter und so fort und wie geht es mir in meinem Privatleben, etc., etc., etc. All diese anderen Elemente, die Jan erwähnt hat, mit dem, wie steige ich auf und so weiter und so fort, die sind nur sekundär da dran gepackt. Also, aber die brauchst du gar nicht. Die haben mit dem eigentlichen Regelkorpus der Kampagne, dieses Kampagnensystems, nichts zu tun. Und deswegen möchte ich dafür eine Lanze brechen. Das ist richtig hervorragend. Wohingegen ich bestärken möchte, dass ich das nicht für gelungen halte, ist die Tatsache, dass wirklich ganz gnadenlos, weil da hat Jan auch in keiner Weise übertrieben, kriegst du in diesem Band erklärt, du baust deinen Charakter, dann denkst du dir was aus. Und dann kommt der Spielleiter, der Supervisor und streicht dir halt Dinge. Ganz gnadenlos. Oder du hast gesagt, das passiert, weil du ja schrumpfen kannst. Wenn das passiert, weil du schrumpfen kannst, dann hängt das mit der Kraft zusammen. Immer wenn du nicht geschrumpft wirst, wird diese Superpower im Endeffekt halbiert. Oder irgendwie sowas. Also du kannst machen, was du willst. Das kriegst du da drin sehr deutlich klar gemacht. Der Supervisor sagt dir schon im Endeffekt, wie es am Ende läuft. Und was ich spannend finde, ist, dass in diesem Heft darauf keinen Meter eingegangen wird. Okay. Also in diesem Heft erfahre ich, dein Supervisor macht mit dir, was du willst. Das wird hier drin aber weder behandelt noch irgendwas. Also das in keiner Weise. Für mach, was du willst, brauchst du ja auch keine Regeln. Ich fand das nur trotzdem so spannend, weil wenn in dem anderen Heft irgendwas drin gestanden hätte im Sinne von, wenn du möchtest, dass also folgende Tipps zum Thema, wie du das miteinander verbinden kannst oder wie du Leute, wie du das benutzt, damit du damit das Spiel fördern kannst und so weiter und so fort, dann muss ich sagen, hätte ich das schon wieder spannend gefunden im Sinne von eine Art von Empowerment der Spielleitung in einer Weise, wie wir das bisher noch nicht hatten. Aber das, was da drin steht, ist im Endeffekt ein, so mache ich es, aber ich verrate es keinem. Okay. Das ist eins zu eins, was da steht. Ich glaube aber, dass wenn man das tatsächlich nach heutigem Verständnis in einem kooperativen Miteinander macht, das auch richtig gut funktionieren kann. Mhm. Also von daher gar keine Frage, gar keine Frage. Das eigentliche Regelsystem finde ich jetzt nicht so unglaublich beeindruckend, aber das Kampagnensystem immer noch mal zwei Daumen hoch. Das ist wirklich richtig cool. Das ist wirklich richtig cool. Also da, wenn ich mir vorstelle, dass man das nochmal nimmt, das nochmal ein bisschen aufbügelt und so weiter und so fort, dann kann ich mir das sogar in einem modernen Rollenspielsystem vorstellen. Ja. Da würde ich mir noch ein bisschen mehr Fleisch auf den Knochen vorstellen, weil manche Sachen sind schon noch ein bisschen Kinder ihrer Zeit. Aber alles in allem trotzdem Knaller. Aber kommen wir zum eigentlich wirklich coolen Punkt. Weil in dem Heft sind zwar auch drei Abenteuer drin, aber die Art und Weise dieser drei Abenteuer hat nichts mit dem zu tun, was du vorher erklärt bekommst. Weil das sind drei Abenteuer, der drinsteht, da kommt der und dem haust du voll auf die Fresse. Und dann lacht der und dann ist vorbei. Ah ja. Dann kommt Space Aliens. Ich hätte mal so zwei Zwischenrufe. Yes. Zum einen fragt der Chat ganz vorsichtig oder auch nicht ganz so vorsichtig nach, wie denn jetzt da die Chance auf ein Let's Play besteht, wenn du dir schon das bestellt hast, quasi. Das ist ja so. Und
dann war One Dime so aus dem Häuschen, da hat er direkt mal 5 Abos verschenkt. Also eigentlich, ja, das ist ja schon ein Zeichen. Es ist ein gutes Zeichen, Aber wie der Jan schon so schön gesagt hat, ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn wir einen ausreichend coolen Hype-Train hinbekommen, können wir bestimmt auch mal wieder einen Superhelden-Let's Play dann mit... Bis auf den Jan damit machen. Wobei ich immer noch glaube, das dass... Das wird super. Ja. Das machen wir, das ist überhaupt kein Problem. Er kann ja einen ohne Secret Identity spielen. Ja, wir spielen nur Privatleben und zwischendurch gibt es so kurze Intermezzo, wo man zwischendurch irgendeinen Superhelden-Scheiß macht und dann spielen wir die ganze Zeit Privatleben. Das wird toll. Genau. Mhm. Großartig. Ja. Ganz großes Kino. Ja. Mehr privat als Leben. Aber. Ich wollte gerade sagen, ich habe schon sowas wie Privatleben. Was? Nein, nicht so eins. Das hast du, so das hast du nicht. Das kann ich dir versprechen, das hast du nicht. Na gut. Also, es ist wirklich, wie gesagt, super coole, absolut spannende Sachen. Und wenn ihr damit ein Let's Play sehen wollt, mit oder ohne Jan, hängt halt wild davon ab, wie schnell der Hype-Train wird. Das muss man ganz klar sagen. Ich will niemanden zu irgendwas verleiten, aber das lohnt sich. So, aber was ich richtig cool finde, weil jetzt fängt das Ding nämlich an zu scheinen, weil die Abenteuer, als ich das gelesen habe, dachte ich so von wegen... Ja, WTF. Also, das war echt hart. Aber was ich nämlich witzigerweise mitbekommen habe, ist, es gab nämlich, das habe ich herausgefunden, es gab 2 Abenteuer. Wir hatten ja gesagt beim letzten Mal, es gab da nicht weiter was für, das ist nicht korrekt. Es gab 2 Abenteuerhälfte. Und eines habe ich, würde ich sagen, mehr oder weniger zufällig miterstanden. Ich dachte am Anfang, das wäre Teil dieser Box. Von wegen, nein, das ist gar nicht, weil ich habe nämlich das Szenario 2. Es gibt noch ein Szenario 1 Heft. Und das wollte ich euch jetzt mal ganz kurz vorstellen, weil jetzt fängt es an und wird wirklich abgefahren. Liebe Cora, lieber Ingo, magst du mal bitte das Bild 01 einblenden? Weil das muss man einfach auch gesehen haben. Das ist großartig. Das erzählt einem zum einen die halbe Hintergrundgeschichte und zum anderen zeigt das nochmal, wie absolut unverfroren hier Dinge geklaut werden. Wer erkennt den Kollegen links? Cyclops. Cyclops, genau. So, und wisst ihr, wer die gute Person vor ihm ist? Das ist jetzt Teil der Beschreibung dieses Abenteuers, also nicht, dass ich zu viel verrate. Victoria. Genau, Königin Victoria, eingefroren in Eis. Weil darum dreht sich nämlich das Abenteuer Königin Victoria und der Heilige Gral. Also, wenn das mal nicht irgendwie sozusagen... Bei wem weckt das noch so Indiana Jones? Der total. Vibes, ja. Mhm. Also auf jeden Fall großartig. Ich denke, das Cover sollte man einem nicht vorenthalten. Das ist diese Königin Victoria eingefroren im Eis. Die kommt da drin vor. Ich will jetzt nicht mehr verraten, weil das wäre ein bisschen gemein. So, und dann haben wir ein Abenteuer, wo ich wirklich sagen muss so, Chapeau. Also im Gegensatz zu den Abenteuern, die da drin waren, die echt mürbe waren, ist das hier richtig gut und unglaublich fortschrittlich. Da sind Dinge gemacht worden, von denen ich sagen würde, dafür hat der Rest der Rollenspielbranche noch mal 20 Jahre gebraucht, um die sich wieder einfallen zu lassen. Deswegen, lieber Ingo, blende doch mal bitte Bild Nummer 2 ein. Dann erkläre ich euch kurz, was ich damit meine. Das ist jetzt nur die Einleitung zu der eigentlichen Story, im Endeffekt, der Beginn der Storyline. Und das ist so abgefahren, weil das zieht sich durch das gesamte Buch hindurch. Wir haben jetzt nicht nur dieses eigentliche Abenteuer, das, was ihr in der Mitte seht, sondern nebendran andauernd Kästen mit Hinweisen. Mhm. Also, das heißt, die haben wirklich so diese Seitenspalte mit aller möglichen, wichtigen Hinweisen, die du aber nur brauchst, wenn du in die Verlegenheit kommst. Das heißt, dadurch bauen die eine echt gute Struktur hier drin auf, weil sie auch auf viele Sachen eingehen, die ja gar nicht für jede Gruppe wichtig sind, aber für verschiedene Gruppen. Daran merkt man natürlich auch viele Elemente, dass es beim Spieltest passiert. Also falls jemand hier Gedanken lesen kann, dann das und das. Mhm. Und wenn du das und dann nachgucken willst, dann musst du dahin gehen und so weiter und so fort. Also ganz viele solche Hinweise, für die man ansonsten, weil das kenne ich selbst noch, wenn man solche Abenteuer schreibt, sich ansonsten einen Wolf schreibt und der Text wird immer länger und länger und länger und immer unbenutzbarer und immer schwerfälliger. Und das ziehen die ganz gnadenlos hier drin durch und zwar richtig gut. Also das ist eine Art von, sagen wir jetzt mal, Detektivsabenteuer in weiten Teilen. Also genau genommen gibt es auch in dem ganzen Abenteuer nur 2 Schlägereien, der Rest ist eigentlich ein großes Detektivabenteuer. Und da haben sie ganz viele von diesen Elementen drin. Mhm. Durchgängig, durch den ganzen Band hindurch. Und das fand ich ja wirklich beachtlich. Und das ganze Abenteuer ist auch gerade im Geiste seiner Zeit echt richtig,
richtig gut geschrieben, richtig durchdacht. Es ist natürlich unterm Strich trotzdem viel Railroading, aber in der Form, wo man heute sagen würde, so, dass man, dass das für die Spieler kein am Ring durch die Manege geführt ist, sondern mehr im Sinne von, es hat einen roten Faden und den Rest kannst du dir selbst noch mit dazu bauen. Verschiedene Elemente kannst du auch weglassen. Es erfordert, um es so zu spielen, ein bisschen, sagen wir mal, Spielleitungserfahrung. Allerdings ist es auch für Leute, die es relativ straight spielen wollen, echt gut nutzbar. Und dann hat es noch zwei weitere Elemente, die ich spannend finde. Das eine wäre das Bild Nummer 3, lieber Ingo. Denn dieses Heft hat einen Mittelteil mit ganz vielen coolen Karten. So, also das ist jetzt mal eine, und das ist eine lettergroße Seite hier drin. Das ist eine große Karte, die man aus 4 Einzelteilen dann zusammensetzt für eine ganz große Playmat. Mhm. Die natürlich ganz passend für das ist, also für diesen Turm, in dem man sich da trifft, beziehungsweise wo man die Gegner trifft, wortwörtlich. Und hier sind noch ganz viele weitere Karten drin, und zwar richtig qualitativ hochwertige Karten. Also richtig gut gemacht, auch gerade für die damalige Zeit, wo man echt sagen muss, so top-notch, also top of the pops. Und last but not least, um das noch zu unterstützen, gibt es auch noch das Bild Nummer 4, lieber Ingo. Da ist nämlich nochmal ein komplettes Blatt eingelegt zum Ausschneiden. Mit passenden Figuren, um die dann dafür zu benutzen. Wie cool. Und das ist alles Teil von diesem Abenteuer. Also, das ist gut gemacht. In diesem Heft. Morgan Le Fay, so, so. Sama, sollte ich lunsen. So, also. Oh, ich fand die Rede von Queen Victoria großartig, die man auf der ersten Seite sehen konnte. Das alleine ihre Introduction ist schon so. Und es ist so britisch. Es ist so britisch, auch im ganzen Rest halt dann dabei. Die Stelle, wo die USA einreist, großartig. Also das ist... Wir sind übrigens auf Fivetrain Level 4, also nur, ja, also wenn dir das Abenteuer wirklich gut gefällt. Das ist, das will ich an der Stelle nur noch mal mitgeteilt haben. Tatsächlich sieht das Abenteuer auch echt interessant aus, weil sie scheinen ja auch Fantasy-Elemente mit moderner Zeit und Superhelden zu verbinden. Also ja, es ist also wie gesagt viel cool, viel richtig gemacht, auch richtig gut aufgebaut, Abenteuerstruktur hervorragend und so weiter. Also deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal eine Lanze dafür brechen, auch für dieses Spiel. Wie passend. Auf der Jagd nach dem Heiligen Gral. Wer hat das Abenteuer geschrieben? Waren das dieselben Leute, die... Ja, das war derselbe Autor. Das war derselbe Autor. Lass mal gucken, hier war es. Marcus L. Rowland. Mhm. Also der eigentliche Erfinder. Ich glaube, das ist übrigens auch tatsächlich, Nee, ist tatsächlich ein anderer. Das sind nämlich andere. Sorry, da hatte ich mich verguckt. Die haben nur an einer anderen Stelle beim Editing haben die mitgemacht. Ja. Da hat jemand ein Abenteuer zu einem Spiel geschrieben. Der wusste, wie es geht. Respekt. Ich habe jetzt nicht extra nachgeguckt, gebe ich zu. Ich dachte, es wäre dasselbe. Da hatte ich mich verschaut gehabt. Also auf jeden Fall großartig. Super. So, lieber Jan, jetzt musst du entscheiden, weil du bist ja unser Golden Hero an der Stelle. Reicht dir also das Engagement? Wir sind jetzt beim Level 4 Hype Train. Also bis Level 5 müssen wir schon kommen, sonst sind wir nicht Superheroes, sondern bestenfalls irgendwie mittelmäßig Heroes. Oh Mist, jetzt habe ich... okay. Ja, da war's. Und bin. Ja, okay, na gut. Also Stufe 5. Das heißt, das wäre. Letztes Mal haben wir gesagt, wir machen Stufe 5, wir machen Charaktere. Und der nächste Level ist, wir spielen Abenteuer. Ich freue mich so darauf, mit Jan Charaktere zu bauen, wenn du ihm erklärst, was du dir dazu überlegt hast, dann streicht er dir einfach gnadenlos alles. Ja, das wird lustig. So gut. Das ist einfach, musst du einfach nur gut begründen können, warum das so ist. Und wenn man es nicht gut begründen kann, dann ist es halt nicht so. Ja, also, die Spieler müssen begründen, der Spielleiter nicht. Genau. Wenn wir die Charaktere im Chat machen, dann würde ich ja sagen, wenn wir den 7er Hype Train schaffen, dann darf der Chat auch mitentscheiden, ob wir welche Fähigkeiten wir behalten und so weiter. Da bin ich dabei. Wenn wir den 7er Hype Train schaffen, dann macht der Chat mit beim Charaktere zusammenstreichen und oder modifizieren. Übrigens, um mal dem Gerücht, das ich selber in die Welt gebracht habe, zu widersprechen, es werden gar nicht alle Charaktere immer nur zusammengestrichen. Es gibt
in den, ich glaube, 8 Character Samples, wo das erklärt wird, gibt es genau einen, der noch eine zusätzliche Fähigkeit gekriegt hat. Nämlich so, ja, aber wenn du das kannst, müsst du eigentlich auch das können. Das ist eigentlich logisch. Genau. Du bist das, jetzt Fotograf oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Das ist mir auch aufgefallen, das war aber mehr auf der Ebene von, ich fänd's cool. Spielleiter, ja, genau. Willkür, TM. Genau, das war halt so, das war auch wirklich, es war nicht irgendwie, oh, hier hast du eine klasse Superkraft, sondern es war halt sowas wie, du kannst jetzt irgendeinen, ich weiß nicht mehr genau, aufgrund deines Berufs müsstest du eigentlich dies und jenes können oder so. Alles klar, dann kannst du das jetzt. Und das war so, okay. Wow. Aber die anderen, anderen Sachen waren tendenziell eher nach hinten. Aber gut, also ja, gut, also okay, Stufe 5 ist erreicht, wir machen Charaktere. Stufe 7, ihr macht mit mir Charaktere, also mit den anderen Charaktere, und wir machen die zusammen gegen die. Ich meine, wir helfen denen dabei. Ich mag deine Einstellung zu dem Thema, lieber Jan. Also von daher, ich sehe, es haben Dinge abgefärbt. Das gefällt mir. Also, ja. Also dann schauen wir mal, wie weit wir hier noch kommen. Die Spielleitungswillkür, die in diesem Band drin ist, ist wirklich hart. Also gerade für die Zeit ist die schon, ist die ausgeprägt ohne irgendwelche Form von Eingrenzung. Das möchte ich dem Spiel immer noch als schade drum, das ist eine vergebene Chance, angreifen. Das Campaign-System ist ein Knaller und das Abenteuer ist sowieso einfach nur Bombe. Also, das ist wirklich das ist mega cool. Das hatten wir aber auch noch nicht, dass ein Abenteuer von der Qualität so heraussticht und auch ein einzelnes Regelelement und beim Rest eher so ein so aha. Effekt. Also das ist ja auch eine komische Mischung eigentlich. Weil meistens sind ja eher die Abenteuer mangelhaft, muss man ja tatsächlich sagen. Irgendwie bis Mitte der 80er, Ende der 80er kann man die wirklich guten Abenteuer an einer Hand abzählen. Und dann so, also wirklich, ja, wie du sagst, modernes Abenteuer mit einer geilen Krimi-Struktur, das ist das, also ich habe jetzt nur anhand der Beschreibung, die du gerade gemacht hast, Bock, dieses Abenteuer zu lesen und zu gucken, ob ich das nicht plündern kann als Sandbox. Das also kannst so. Du in jedem Fall plündern. Da kannst du mehrere Einzelteile rausnehmen, aus denen du nochmal ganz eigene Abenteuer machen könntest. Also, und da ist alles mit drin. Also das liest sich wie eine Mischung aus Superhelden, Doctor Who, König Artus und James Bond. Was da alles drin ist. Alles. Das ist britisch. Das ist doch was ja, Großbritannien ausmacht, drin. Oder? Das ist also, alles es fehlt drin, noch, was es fehlt noch alles. Die Gurken-Sandwiches zum High Tea. Also das ist noch das Einzige. Gibt es bestimmt auch. Ich meine, wenn du bei Queen Victoria bist. Ich könnte jetzt Dinge erzählen, aber gefroren, ich will ja nicht wie wir gerade spoilern. Festgestellt haben. Ich will ja nicht spoilern an der Stelle. Das wäre ja auch doof, das will ja keiner. Gut, mal so, hier. Jetzt bin ich aber auch durch. Also vielen lieben Dank. Danke, dass ihr mir die Zeit eingeräumt habt. Achso, warte mal. Das habe ich einfach so gemacht. Okay, also danke fürs Zuhören. Damit übergebe ich jetzt an den guten Jan, weil der hat sich nämlich knallhart auf in Galaxien begeben, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Genau. Ja, ich habe Star Trek vorbereitet. Ich habe das tatsächlich in der Zeit nicht gespielt. Ich bin auch eher der Star Wars-Fan und der Trekkie ist meine Frau bei uns in der Familie. Aber ich verrate dir jetzt was, man kann beides mögen. Ja, ich mag auch beides, aber ich habe eine klare Präferenz. Es war nicht Star Trek. Ich habe trotzdem gerne mir das mal genauer angeschaut. Ich habe auch Teile davon selbst, aber Markus war so nett, mir seine Box zu geben, vor der er wusste, dass sie komplett ist. Und noch ganz viel dazu. Ein paar schöne Erweiterungen, was abgefahren ganz, ganz Scheiß. Coole Erweiterung ist die Second Edition, die ich bekommen habe. Und muss sagen, ich bin sehr begeistert. Für ein Spiel aus dieser Zeit ist das Ding richtig gut. Also, ist von 83. Faser sagt uns ja was, kennen wir ja schon, ne? Hat verschiedene Dinge gemacht. Tatsächlich mit Star Trek hatten sie so ihren ersten großen Durchbruch, würde ich sagen. Ja, wenn ich mich recht entsinne, haben die ja angefangen noch in den 70ern mit Traveler-Zusatzmaterial. Ja, so wie das war aber wirklich nur also Bodenpläne, ja, also irgendwie so. Ich glaube, sie haben wie jeder andere auch einen Raumsektor geschenkt bekommen, den sie vollstopfen durften und so, ne? Aber das war noch vor Battletech auf jeden Fall. Ja, ja, lange vor Battletech. Und sie haben interessanterweise dafür ein Autorenteam geholt,
die eigentlich Freelancer waren. Die hatten noch einen ganz coolen Namen. Moment. Wo hab ich's? Ein Freelancer-Team, die hatten einen eigenen, die hatten eigenen Titel. Die hatten einen eigenen Namen, ja, ja. Und die haben sie komplett geholt und haben gesagt, ja, ihr macht das jetzt. Da. Fantasy Simulations Associated. Nee, Associates. Okay. Fantasy Simulations Associates. Und das waren drei Leute. Das klingt wie eine Anwaltskanzlei. Ja. ein Mr. McLimmer. Guy McLimmer. Greg Poline und David Tipol. Haben die noch irgendwas anderes gemacht? Sagt mir nix. Aber ja, die haben ganz viel anderes gemacht. Die haben unter anderem Doctor Who geschrieben. Auch für Faser. Okay. Die haben Mekton. Mekton? Ja, geschrieben. Mhm. Für Atelzorian. Ernsthaft? Ja, für Atelzorian. Und danach haben zwei davon eine Firma gegründet für Rollenspiel-Zusatzkram, nämlich, wie heißt's, Megamix? Oder? Das waren so Pappaufsteller für alle möglichen Rollenspiele, die du als PDF gekauft hast. Als PDF? Ja, das war dann 2001. Muss ich gerade sagen. Das war die erste Firma. Wie haben die das denn in den 80ern geschafft, PDFs rauszubringen? Nein, 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 später, sagte ich ja. Das waren die ersten, die PDFs gemacht haben, die zum Ausdrucken und Ausschneiden, und dann hattest du halt irgendwie Städte oder Landschaften oder eben so Pappaufsteller für Spiele. Microtactics hießen die. Ah, Microtactics. Okay, das sagt mir sogar was. Das haben die beiden gegründet. Die haben noch andere Sachen rausgebracht. Ja, und die haben auch Castle Grayskull, nicht Grayskull, sondern Greyhawk mitgeschrieben. Die haben Castle Grayskull. Nein, nicht Grayskull. Greyhawk. Also, warte mal, ich weiß unterwegs, meine Herren. Ich gebe zu, Castle Greyhawk hat auch durchaus Grayskull-Element. Ja. Entschuldigung. Gut. Aber das geht jetzt dann doch zu weit. Ja. Also bitte. Ja, 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 das sind wir ganz woanders. Aber ihr erstes großes Ding war tatsächlich auch ein Arthurian Adventure. Ja. Also König Arthur Solo Spielbuch. Und daraufhin sind sie dann von Faser angeheuert das worden. Das Ding, was bei Bastei dann auch rauskam? Ich weiß nicht, ob das bei Bastei rauskam. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil es gab ja bei Bastei mal diese großen Spielebücher. Ich meine, das eine war Grail Quest bei Mega Gaming Concepts. Grail Quest ist nicht das, was Bastei rausgekommen ist. Ich glaube auch nicht. Okay, na gut, es gab ja, also ich meine, König Artus ist jetzt natürlich auch nicht besonders geschützt. Aber das war wohl ihr Einstieg, und dann haben sie wohl auch ein paar Sachen für Traveller gemacht, und dann hat Faser gesagt, kommt ihr... Wir kaufen euch ein Star Trek. Und ihr macht jetzt Star Trek. Okay, abgefahren. Und die haben dann Star Trek gemacht und hatten offensichtlich ziemlich klare Vorstellungen davon, was man machen muss, um Leuten ein Rollenspiel nahezubringen, die keine Rollenspieler sind. Das habe ich so in der Zeit noch nie gesehen. Okay. Aber anscheinend war das eine Vorgabe, oder haben sich die Vorgabe selbst gemacht, weil wohl klar war, es werden Leute dieses Ding kaufen, die keine Ahnung von Rollenspiel haben, weil sie es wegen der Fernsehserie haben wollen. Ach so, wie Dallas. Möglicherweise. Und haben deshalb explizit sehr genau in einfach verständlichen Schritten erklärt, was ist Rollenspiel. Was muss der Spieler machen? Was muss der Spielleiter machen? Wie baue ich ein Szenario auf? Wie baue ich ein Abenteuer auf? Welche Aufgaben habe ich wann? Und wo liegen die Schwerpunkte? Mhm. Und zwar sehr intensiv. Und auch als Trick für das, wie baue ich einen Charakter, haben sie in dem einen Buch, was letztendlich so ein, und hier kriegst du nochmal Background-Informationen, ist eine Story von einem Charakter,
als so wirklich Story und verweisen dann immer auf die Seiten in dem anderen Buch, wo man den Charakter macht, was dieser Charakter gerade spieltechnisch macht. Ah, und bauen so einen Charakter, den sie dann auch abdrucken, als Beispielcharakter für so sieht das aus, so funktioniert das, wenn man einen Charakter baut. Also deutlich auf Anfänger oder Neulinge zugeschnitten vom System her. Fand ich großartig gemacht. Das System ist halt ein bisschen clumsy, aber das, wenn man natürlich Star Trek versucht umzusetzen und Traveler als Vorbild hat, es ist halt schon, du musst halt lange zu irgendwelchen Akademien gehen und irgendwelche Skills lernen und dann auf die Schule und dann auf die Schule und... Kann man sterben bei der Charaktererschaffung? Nee. Kann man sterben beim Spiel? Ja. Also es ist sehr, sehr wie Star Trek. Du musst einfach nur eine rote Uniform anziehen, das reicht doch. Ja, eben. Also, also das Spielsystem ist sehr gut geeignet, um Star Trek abzubilden. Tatsächlich sagt das Rollenspiel, wir spielen Ground Operations. Also das Rollenspiel Second Edition ist nur für Ground Operations. Sobald du dich im Weltraum prügelst, sagen sie, brauchst du entweder aus der First Edition die vereinfachten Space-Kampfregeln oder das Space-Combat-Spiel, was mehr oder weniger ein Brettspiel ist. Ja, nicht mehr oder weniger. Das ist ein auch recht gewichtiges Brettspiel. Ja, das ist ein Hardcore-Simulationsspiel, was dann später... Also okay, Ground Combat heißt schon auch an First, nur eben nicht... im Weltraum. Genau, du wirst runtergebeamt und hast dein Schiff quasi als Backup, um irgendwie dir Sachen schicken zu lassen oder Kontakte herzustellen oder Dinge zu tun. Aber es ist kein Schiff-gegen-Schiff-Kampf geplant in den Szenarien. Und die Waffen, wenn du sie zum Töten benutzt, sind absolut tödlich. Also ein Treffer reicht. Eigentlich immer. Alternativ kannst du fast alle Energiewaffen auf Stun stellen. Dann musst du nicht mal mehr ernsthaft treffen, weil du dann in einem so breiten Fächer alles erwischst, dass das sowieso um ist. Also... Das ist keine so große Herausforderung, wenn du eine Waffe hast. Das Einzige ist, dass du als Charakter, also jemand, der kein rotes Hemd trägt, sondern einen Namen hat, einen Lack-Test machen kannst, ob es dir gelungen ist, dem irgendwie zu entgehen, in den Stein gefallen oder so. Und Menschen haben einen überdurchschnittlich hohen Glücksfaktor. Also der Luck ist eins der Attribute und Menschen kriegen da eigentlich plus 40 oder so. Also sie geben dir direkt einen Bonus mit, damit du nicht sofort umfällst, falls dann doch mal geschossen wird. Ja. Aber es ist schon sehr gut umgesetzt, dass du eigentlich, sobald einer eine Waffe nimmt, ist mehr oder weniger vorbei. Ist auch mal hoch ungewöhnlich, oder? Also gerade für die Zeit. Ich meine, bei Star Trek wird jetzt gerade in den alten Dingen wird ja durchaus auch mal gekämpft. Ne? So ist es ja nicht. Ja, aber es ist auch in den alten Fernsehserien, also es ist ja immer nur die erste Staffel in Anführungszeichen ist ja das Thema. Auch da sind die Kämpfe ein Treffer um. Entweder du bist rechtzeitig hinter den Stein gehüpft oder... Ich kann mich aber erinnern, da wird sich noch viel mehr geprügelt. Ja, das ist wieder was völlig anderes. Prügeln? Schießen die ungefähr so gut wie imperiale Sturmtruppen und deswegen müssen sie relativ schnell in den Nahkampf gehen. Ja, genau. Und dann wird immer geboxt. Also Kirk boxt ja alles um. Ja, ich meine, das war ja auch ein Security Officer, der zum Captain wurde, was ja eigentlich schon die Ausnahme war. Aber der boxt gerne und das ist halt auch der Punkt.
da kann das dann durchaus auch ein paar Runden lang gehen. Nur, wie gesagt, sobald du eine Schusswaffe in die Hand nimmst, also eine moderne Schusswaffe, ist Zappe. Zappe. Okay, sehr gut. Zudem, ist es denn okay, Leute umzuschießen, oder gibt es da ein regeltechnisches Verhinderungsding? Regeltechnisch nicht, moralisch. Das nur sanktioniert. Sollst du ja als Mitglied der Sternenflotte nicht Gebrauch von der Waffe machen, außer wenn es dringend notwendig ist und dann natürlich auf Star. Ganz klar. Aber Boxen darfst du. Boxen ist völlig okay. Genau. Oder wenn du Vulkanier bist, halt irgendwie Leute anfassen oder ja, unsittlich ins Genick fassen und so. Ja. Genau. Ja. Sie haben eigentlich auch nur Vulkanier und so einem kleinen Teil Romulaner, die man aber eigentlich nicht spielen darf. Insofern. Was darf man denn spielen? Das ist ja schon mal eine Frage, weil Original Series war ja primär Vulkanier und Menschen. Also. Im Grundregelwerk, weil wir müssen es hier unterscheiden, denn es kamen dann verschiedene Zusatzregelwerke raus, die dir dann bestimmte Aliens freigeschaltet haben. Ich glaube, im Grundregelwerk durftest du nur spielen an Für die Jüngeren unter euch, das ist wie Download-Contents, DLCs. Download-Contents, sehr schön. Kannst du eine Rasse freischalten, ne? Ja, genau. Also du konntest Andorianer, Kaitians, Edoans, Menschen, Orions, aber nur männlich. Mhm, ja. Und Telarits. Das macht aufgrund der Rasse, glaube ich, Sinn. Also der ja. Telarits und Vulkanier spielen. Und es gab. Das ist dann, schon eine Menge eigentlich. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen. Es gab dann Erweiterungen für Romulaner und für Klingonen. Wobei wir von erster Staffel Klingonen reden, die signifikant anders sind als die späteren. Mhm. Weil die haben noch ziemlich viele Haare und eigentlich auch eine ganz andere Kultur. Sie sehen immer noch aus wie Space Piraten mit großen Schnurrbärten. Ja. Da war das halt mit den Tribbles noch nicht. Ja, genau. Es kommt gerade der Zwischenfall, über den sie nicht sprechen. Über genau, den sie nicht sprechen, genau. Du machst, wie gesagt, über einen längeren Zeitraum Charakter. Also ich habe so 3-4 Stunden gebraucht. Oh. Und ich war relativ schnell, weil ich tatsächlich Glück hatte bei meiner ersten Raumschiff-Tour, bin ich direkt auf eine Enterprise-Class gelandet und habe da summa cum laude bestanden, weswegen Klar. Ich dann direkt ins Spiel starten durfte. Das war echt beschissen, so Streber. Billig, ja. Ich habe einen Lack von 76, natürlich, hier kann man dann so locker bestehen. So lächerlich. Tatsächlich war meine erste Übungstour auf irgendeinem Gunboat oder so. Military Operation Command, ja. Also du musst immer würfeln, wo du sie dich hinstecken. Und dann musst du würfeln, wie du abgeschnitten hast. Und sobald du einen gewissen Rang erreicht hast, der dir erlaubt, befördert zu werden, darfst du ins Spiel. Weil du solltest eigentlich ein Lieutenant Commander oder zumindest Lieutenant sein, bevor du ins Spiel startest. Es macht ja Sinn, keine Ensigns zu spielen. Also ich meine, ja. Wir haben ja echt nichts zu sagen und dürfen vor allem in der Regel nicht auf Bodenmissionen mit. Ich meine, wie wir wissen, bei der Enterprise ist es A so, man beamt als allererstes mal die komplette Kommandoebene runter auf den Planeten. Ja, ne? Ich sage aber, das ist gar nicht so intelligent, das soll man nicht machen. Ja, das ist aber der Standard, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und das wird ja hier auch dann gut dargestellt. Es klingt aber tatsächlich wie Traveler. Ja, es hat Ähnlichkeiten, aber es ist jetzt nicht genauso wie Traveler, weil du tatsächlich viel mehr Zeit in verschiedenen Teilen der Flottenakademie verbringst.
und weniger Zeit auf Schiffen. Ja, aber der Grundgedanke ist schon derselbe. Ja, der Grundgedanke ist derselbe. Ich meine, ob du dann sagst, statt du wirst rausgeschickt, wie wir das kennen bei Traveler, mit dem Würfel mal, was passiert und wo du hinkommst und so weiter und so fort, kannst du hier natürlich auch sagen, so, ja, du verbringst wirklich jedes Jahr an der Flottenakademie, aber das Gesamtergebnis zu sagen, ich arbeite das so schichtweise ab, also immer diese Lernperioden dann dabei, ja, das ist ja 1:1 von Traveler. Das ist 1:1 Traveler, ja. Wobei es aber bei einem Spiel, wo du dann auch definitiv ja in einer militärähnlichen Struktur spielst, ja eigentlich noch fast mehr Sinn macht als bei Traveler, wo du ja unter Umständen auch außerhalb dieser Struktur spielen kannst. Ja, wenn du bei Traveler eben in der Buchhaltung irgendwo sitzt und machst dann da deine Call of Duty. Nein, aber bei Traveler musst du ja nicht unbedingt Militär am Ende spielen, aktiv, sondern du spielst ja unter Umständen irgendwas anderes, Explorer oder sonst irgendwie. Und hier ist es halt so, jeder, der irgendwie im Raumschiff unterwegs ist, ist ja letztendlich Föderation. Gehört zu Starfleet, ja. Absolut. Du spielst Föderation, beziehungsweise Sternenflotte. Und das ist, da macht natürlich Sinn, die Laufbahn innerhalb der Sternenflotte auch nachzuvollziehen. Also das kann ich gut nachvollziehen. Das so ist. Ich finde auch tatsächlich, dass das auch tierisch Spaß macht. Also ich meine, von Traveler kann ich sagen, ist ein Knaller. Also Charakter erschaffen ist ein eigenes Spiel. Hm. Und wenn ich mir das hier, wenn das hier ähnlich ist, ist das natürlich cool. Ist das auch Spaß. Durchaus ähnlich unterhaltsam, sage ich mal. Schön. Man hat auch durchaus so zwischendrin immer mal die Möglichkeit, ja, und dann kannst du dir hier noch irgendwie 3 Skills raussuchen. Das können welche sein, die dich in deinen Beruf voranbringen, aber du kannst da auch irgendwie Zero-G Baseball lernen oder irgendwie vulkanische Harfe spielen oder so. Wird kaum jemand geben, den das ernsthaft interessiert, aber du wirst wahrscheinlich auch keine haben. Aber wenn du willst, kannst du da Punkte drauf machen, geben. Nice. Wirklich wichtige Frage, gibt es auch Halbvulkanier? Nicht im Grundregelwerk. Es gibt möglicherweise irgendwelche Erweiterungsbücher, in denen das vorkommt, aber jetzt hier im Regelwerk habe ich das nicht gefunden. Okay. Wenn ich mir das angucke, ist das aber richtig viel Kram. Also allein, was schon in der Box drin ist. Ist richtig viel Kram. Wir haben, wie gesagt, die Grundbox besteht hauptsächlich aus diesen 3 Büchern hier. Das eine ist das Cadets Orientation Sourcebook, also Hintergrund. Charaktererschaffung? Nee, Charaktererschaffung. Hintergrund. Also, das Hintergrund. Ist wirklich so. Für den Kadetten sozusagen einmal für denjenigen, Föderation und alles erklärt. Der sich bei Star Trek nicht gut genug auskennt, welche Waffen sind Standard, wie sieht dein Commander aus, was sind die Rangabzeichen und wem musst du wie salutieren und. Tatsächlich, 83 hatten die dasselbe, was hinterher Star Wars von West End Games bekommen hat, eine Kooperation und haben ganz viel Kram geschrieben, der dann später in den Serien auch benutzt wurde, weil es dann zum, ja, wir machen das Romulaner eigentlich, weil das kommt ja in dem Film gar nicht vor. Und dann haben die sich wohl tatsächlich mit dem Filmteam teilweise unterhalten und dann eigene Background geschrieben, der dann später, als sie dann andere Serien gemacht haben, so, ja, wie machen wir das? Ja, ist ja schon festgelegt, steht ja da. Geil. Also, da ist das schon passiert. Also, nicht erst bei Star Wars, schon bei Star Trek. Und da gibt es eben dann auch den signifikanten Unterschied, dass die Klingonen sich tatsächlich anders entwickelt haben. Und da gab es dann auch keinen Rechtsstreit, aber man musste dann eine Lösung finden, wie man das erklärt, dass die einen Klingonen so sind und die anderen Klingonen halt anders. Man hat es über Halbmensch-Klingonen erklärt. Tatsächlich gibt es eine Erklärung, die eben auch mit diesem Tribbles-Vorfall zu tun haben, dass da irgendjemand Menschen und Klingonen verschmolzen hat und da eben diese Haarigen rauskommen. Die Haarigen, Alter. Das sind aber gar nicht eigentlich die richtigen. Das hat man dann hinterher aber erst so erklärt. Ich glaube, in der Zeit war das noch... In der Zeit waren das noch gar... Das sind Klingonen und das sind nicht nett... Ja, das war das böse Imperium, also ich meine, das war noch aus der... Ja. Ja, insofern darf man die auch dann auch erst, wenn man die Erweiterung Klingonen hat, spielen. Also das ist,
Wir würden heute sagen, hauptsächlich Fluff. Wie viele Seiten hat das Ding? 40. 40 Seiten, ist ordentlich. Und viel. Davon sind eben die Story of Lee Sterling sind 6 Seiten. Von 34 bis 40. Aber das ist, also ich meine, das ist also jetzt nicht mal, was Star Trek angeht, sondern insgesamt auch wieder für 83 sehr, sehr ungewöhnlich. Weil im Prinzip so dieses Weltexposition, was muss ich als Spieler wissen, selbst bei einer Franchise-Basis wie Star Trek, trotzdem dann im Prinzip zu sagen, wir haben ja Leute, die wissen es vielleicht nicht und wir hauen jetzt einfach mal so ein ganzes Buch in der Dicke raus und gehen nicht von irgendwelchen Standard-Fantasy- oder in dem Fall Science-Fiction-Tropes aus oder sonst irgendwas, sondern wir erklären es im Detail. Also genau. Das ist Anfang der 80er Jahre noch nicht selbstverständlich. Wir 36 mehr Seiten Informationen, als die Greyhawk-Box enthält zum Thema, was ist eigentlich Greyhawk und wie funktioniert. Ungefähr, ja. Ja, das nächste ist dann das Starfleet's Officers Manual. Das ist die Charaktererschaffung. Aha. Und wie funktioniert Kampf erklärt für den Spieler. Das sind auch nochmal 40 Seiten. Faszinierend. Und dann gibt es das jetzt lange drauf gewartet, oder? Games Operation Manual. Das ist das Buch für den Spielleiter mit 48 Seiten. Da kriegt man erstmal erklärt, was macht überhaupt ein Spielleiter? Wie funktionieren Szenarios? Wie schreibt man ein Szenario? Wie benutzt man ein Szenario, was man gekauft hat und macht es so, dass die Leute auch Spielspaß damit haben? Wie baut man eine Welt? Wie baut man ein Alien? Wie baut man Alienrassen auf der Welt? Wie verhalten die sich? Was haben die für eine Technologie? Was haben die für ein Soziallevel und sowas? Alles zum Zusammenwürfeln. Und dann steht immer dabei, das sind alles nur Skelette und Gerüste, die wir dir hier mit den Würfeln geben. Füllen mit Fleisch, füllen musst du selbst. Das ist für die Spieler interessant ist. Aber die sagen auch so Sachen wie, überleg dir immer bei einer Szene, was können die Spieler wahrnehmen? Und zwar auf allen Ebenen. Hören, sehen, riechen, im Zweifelsfall auch schmecken, fühlen. Und überleg dir das für jede Szene, unabhängig davon, ob es nachher tatsächlich gebraucht wird. Aber mach dir Notiz an dem Rand von deinem Abenteuer, weil das dem Ganzen Tiefe gibt. Wenn da irgendein Wesen, was du gewürfelt hast, auf dieser Welt lebt, überleg dir, von was lebt das, wie reagiert das auf irgendwas Fremdes und warum. Ja, also wirklich so Gedanken, wo man bisher in den Systemen immer gesagt bekommt, ja, kümmert ihr euch selber drum. Ja, kannst du eh. Hier wird es erklärt. Ja, vor allem auch wirklich, wichtig dass du es machen sollst, weil, also ich meine, da sind wir auch wieder bei dem großen Unterschied zu vor allem Fantasy-System zu der Zeit, wo dann einfach so dieses, da stehen 10 Orks, warum auch immer, und da stehen 5 Drachen, warum auch immer. Also wirklich so, ja, ohne Sinn und Verstand, auch immer noch, auch in Dungeons und insgesamt Abenteuer. Und das ist ja so. Es sollte Sinn machen, es sollte für die Spieler Sinn machen, ist ja schon mal so ein Ansatz, so komplett anderer Ansatz, wie ich an Abenteuer rangehe als Spielleiter. Aber wir müssen uns auch überlegen, was wollen sie machen, was wollen sie darstellen? Sie wollen ja quasi die Folgen dieser Fernsehserie nachspielbar machen. Aber selbst dafür hätten sie sich schon mehr Gedanken gemacht als die Fernsehserie selber. Also das wollte ich gerade sagen. Dass irgendjemand dazu gedacht hat, wie ist das eigentlich mit diesen Aliens? Warum wohnen hier immer nur halbnackte Frauen, die dann nur darauf warten, dass Captain Kirk kommt? Also ich meine, ich sag nur so Gorn. Logik hatten die jetzt nicht so intensiv. Ich sag nur Gorn. Also die darf man jetzt nicht spielen. Warum bloß? Die wissen nicht, was Schießpulver ist, richtig? Ja, warte. Doch, Schießpulver. Danach schon. Nachdem Kirk wie die fertig war. Ja. Genau. Ja, aber das ist, also ich bin platt, weil das hätte ich jetzt nicht erwartet in der Tiefe. Ich auch nicht. Also ich war echt angenehm überrascht von dem, was dieses System mir alles an die Hand gibt, als jemand, der das Spiel vielleicht gekauft hat, weil er sich gedacht hat, oh, ich finde die Fernsehserie cool, das Spiel ist vielleicht was für mich. Also man hat echt eine Chance, damit ins Rollenspiel reinzukommen. Was ich total faszinierend finde, ist, dass es eine Art von, also alles, was du bisher erklärt hast, klingt für mich wie eine Art von Traveler in
spielbarer. Also weil Traveller war zu der Zeit also ein echt hart zugängliches Spiel. Also das war nichts, was man was einem einfach so sozusagen in den Schoß gefallen ist. Du kannst das in der Zeit streichen. Ja. Das hat sich schon verbessert, wollte ich damit sagen. Aber gerade das, wir sind ja hier frühe 80er, das heißt, wir sind noch in der Zeit vom Original Traveller, also die kleinen schwarzen Bücher und so weiter und so fort. Und da war das halt schon, also so eine Ansammlung von wilden Tabellen, Regeln, Krams und den Rest musstest du irgendwie alles selbst machen. Das hat Spaß gemacht, Sachen dann da drin auszuwürfeln und zu machen und zu tun. Aber es war halt immer noch so dieser, es stammte noch sehr aus der Zeit des, es ist ein großer, einziger großer Steinbruch und jeder nimmt sich, was er braucht. Und den Rest machst du eh selbst, richtig? Genau. Hör auf zu maulen. Ja. Hier kannst du hier selbst. Ist es wirklich, sie geben dir eine Struktur, sie geben dir eine Hilfe und es ist immer noch Kein smooth, schnell mal einen Charakter machen Ding. Also, das ist immer noch so gedacht, dass du da mehrere Tage dich irgendwo einschließt und mit dem Spiel und danach verstanden hast, wie es geht und dann irgendwie zwei, drei Freunden innerhalb von einem Nachmittag so weit erklärt hast, wie sie einen Charakter machen müssen, dass man einen Charakter hat. Also, das ist nichts, wo man sagt, komm, wir treffen uns mal und in einer halben Stunde können wir anfangen mit Zocken. Aber es ist zumindest ohne Vorwissen oder jemand, der in der Uni jemanden kennengelernt hat, der Rollenspiel kennt, kannst du mit dem Lesen diese Hefte ins Rollenspiel reinkommen. Und es ist dann Star Trek. Also du spielst eine Fernsehfolge. Oder mehrere hintereinander, aber... Mhm. Also alles, was du an die Hand kriegst, ist wirklich, was brauche ich fürs Runterbeamen, was brauche ich, um den Planeten zu kartografieren, zu scannen, nach Bodenschätzen zu suchen, mit irgendwelchen Aliens zu interagieren. Also das, was Enterprise macht. Ja. In der Theorie. In der Theorie. Außer Captain Kirk haut wieder jemandem auf die Ömer. Das kannst tut er ja auch, wenn es unbedingt notwendig ist. Nur also, wenn es also dafür gibt es alle Regeln. Oder ihn provoziert. Wenn du auf die Ömme hauen möchtest, geht das. Ja, klar. Oder eine Damsel in Distress ist. Ja. Kann ja immer mal passieren. Ne? Faszinierend. Zu dem Regelwerk. Ich habe, wie gesagt, einen Charakter gemacht. Travis, wir können mal kurz Travis einblenden. Das ist ein Lieutenant Commander im Engineer-Bereich. Während die Einblendung passiert, gibt es natürlich auch noch eine wichtige Frage. Gibt es Regel fürs Küssen? Keine gefunden. Weil im Chat ja gerade darauf hingewiesen wird, Kirk küsst ja auch ständig irgendwelche Frauen, gefragt und teilweise ungefragt. Und gibt es dafür irgendwelche Regeln? Also ich würde das im Zweifelsfall und Unarmed Combat einfach. Okay, Jan, wir müssen mal über Beziehungen reden. Oh Gott. Aber ich schau mal nach, ob es sowas wie Charm oder es gibt Carousing, aber das bezieht sich mehr auf Saufen, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Und das kriegst du halt nicht, weil du bist ja nicht Captain Kirk. Also es hat ja kein anderer von der Mannschaft die gleichen Fähigkeiten. Das ist Spezialfähigkeit, ja. Vermute das auch, dass... Zumindest, ja stimmt, in der Original-Series nicht. Das kommt dann erst in Filmen. Ja, da wird es demokratisiert, dass alle möglichen Leute irgendwelche Beziehungen haben können, aber eigentlich gibt es den nur einmal. Ja. Nee, aber dafür hat er mehrere. Skill für. Dutzende. Gibt's auf jedem Planeten einen. Keinen Skill für. Genau. Tut mir leid. Erschreckend. Also, das musst du dann möglicherweise tatsächlich einfach ausspielen. Ich will kein Let's Play. Aber guck mal, das ist ungefähr, jetzt weißt du, wie das sich anfühlt, wenn Captain Kirk dauernd Aliens küssen muss. Das ist ja auch eher eine unsichere Geschichte, so wenn man es mal ernst betrachtet. Also, ja. Das ist schon ein hohes persönliches Risiko da. Ja. Also ich meine, Pille hat ja mit Sicherheit eine ganz klare Meinung zu. Ja, vielleicht ist das Teil des Forschungsauftrags. Ich meine, die Enterprise soll ja forschen. Und die ganze genau, Zeit. Das ist letztendlich aber auch dieses, wie kompatibel sind wir miteinander. Ich glaube, ich muss mir die Serie nochmal unter diesem Aspekt ganz neu betrachten. Ja. Glaube ich nicht. Gut. Also gut, wie geht denn jetzt das System eigentlich jetzt, mal abgesehen davon? Ja, also, wir haben Attribute, die werden gewürfelt mit, ich glaube, für Menschen 2W10 plus 40
Oder 3W10 plus 40. 2W10 oder 2W10 plus 40. Und andere Rassen haben dann unterschiedliche Modifikatoren da drauf. Dann kann man noch seinen Lackwert durch 2 darauf frei verteilen oder irgend sowas. Mhm. Also du hast eine gewisse Möglichkeit, das zu nivellieren. Es gibt halt so ein paar wichtige Schwellenwerte. Gerade deine Endurance sollte irgendwas Gleiches sein, weil die nachher durch 10 geteilt wird, um deine Healing Rate und so zu ermitteln. Also man kann dann entsprechend beim Verteilen der Punkte darauf achten, das so zu machen, dass da... Dass die weiter funktionieren. Aber du würfelst dann mit einem Prozenter dagegen, oder... Würfelst mit einem Prozenter dagegen, wenn du Attribut-Saves machst, was beschrieben wird als es kann vorkommen, ist aber eigentlich jetzt nicht so häufig, sondern hauptsächlich geht es um deine Skills. Mhm. Traveler. Und Skills sind auch grundsätzlich Prozentwerte. Sie sagen aber... wenn du ein Skill von bis 9 hast, dann musst du halt würfeln, ob es überhaupt klappt, weil du eigentlich dich damit nicht auskennst. Hast du einen Wert zwischen 10 und 40, giltst du als, ja, du hast das gelernt, du kannst das, soweit man das halt so können muss. Und solange das keine entscheidende Sache ist, musst du auch nicht würfeln, weil dann ist das für dich Standard. Und dann hast du halt noch irgendwie bis 40 bis 60 bist du ein solider Anwender, 60 bis 80 giltst du als Experte und über 80 bist du halt irgendwie Master oder irgend sowas. Das ist dann aber nur noch entscheidend, ob du überhaupt Dinge versuchen darfst. Also das heißt, du würfelst im Regelfall, würfelst du gar nicht, sondern es geht eigentlich nur darum, kannst du es nicht. Ja, und wenn du es auf dem ausreichenden Niveau kannst, dann... Ja, beziehungsweise, wenn du es auf ausreichendem Niveau kannst, dann kann der Spielleiter sagen, würfel mal, dann ist es halt die Schwierigkeit minus deinen Skill und das musst du mit Prozent unterwürfeln. Und der Abstand entscheidet dann darüber, wie gut das ist, also wie viel Informationen du kriegst, wenn du zum Beispiel deinen Tricorder ausliest. Und wie gehen die Stats da drauf dann? Also machen die irgendwas zu den Skills, oder? Also deine Attribute tun was mit deinen Skills? Wie hängen die zusammen? Gar nichts. Gar nichts. Haben nichts miteinander zu tun. Für was sind die? Cool. Die Attribute geben die Kampf-Tuit in Kombination mit dem jeweiligen Skill. Also du hast Dex plus dein Marksmanship Modern durch 2 als Grundchance fürs Schießen. Okay, also da kommt ja doch also mit da rein. Tun sie was, aber nicht für jetzt, was weiß ich, wenn du Starship Operation machst, ist es der Skill, da geht dein Dex nicht drauf. Okay. Wenn ich das richtig sehe, hast du ja auch nur körperliche Skills eigentlich. Du hast... Oder? Also Stärke, Ausdauer. Du hast Stärke, Ausdauer, Intelligenz. Intelligenz, okay. Intelligenz gibt dir, wie viele Skills du teilweise lernen kannst, beziehungsweise in der Schule hast du halt Modifikatoren für deine Intelligenz, wie viel du lernen kannst. Okay, das ist wirklich noch sehr nah auch an dem Traveler. Das ist nah an dem Traveler, dran, ja. Aber im Spiel würfelst du dann eben auf deinen Skillwert und oder eben den Kampfwert, der sich errechnet aus Skill plus Attribut durch 2, beziehungsweise Endurance zum Beispiel legt fest, wie viel du aushältst und dein Dex legt auch fest, wie viele Aktionspunkte du pro Runde ausgeben kannst. Also das Kämpfen läuft auch irgendwie. Ein Aktionspunkt, ich ziehe meine Waffe. Ein Aktionspunkt, ich ziehe meine Waffe auf Stun. Ein Aktionspunkt, ich gehe 3 Schritte. Ein Aktionspunkt, ich ziele. Ein Aktionspunkt, ich schieße. Okay. Das klingt jetzt erstmal
Action geladen. Ja, also so wie Star Trek halt auch war. Ich meine, Western in Space. Also. Und was kennen wir aus Western-Filmen und Serien? Da ist irgendwo ein Problem, wir müssen hin und in der Regel gibt es irgendeinen Shootout oder einen Fistfight. Also ich meine, das ist Star Trek Original Series. Also. Ja. Ja, keine Frage. Das nur, klang jetzt erstmal nicht so fetzig. Also sophisticated, meinst du? Ich fürchte auch, dass das nur begrenzt fetzig ist. Du hast halt Bodenpläne. Die sagen auch, entweder sollst du dir halt welche kaufen oder dir selber malen. Interessanterweise sagen sie, die Bodenpläne haben irgendwie ein Karo-Raster, was 1,50 Meter entspricht und man soll 15 mm Figurenhöhe nehmen, aber es gibt überhaupt keine 15 mm Figuren für die Serie. Die sie gemacht haben, sind 32 mm Figuren. Deswegen, also. Aber passen leider alle nicht ins Raster rein. In der Mitte durchsägen. Ja. Aber sie sagen auch, es ist viel wichtiger, dass man die Szene schön beschreibt und alles gut erklärt, und das mit den Props ist schön, wenn man sowas hat oder Bodenpläne oder Figuren oder so, aber man soll trotzdem den Schwerpunkt aufs Beschreiben und dem das Erklären geben und auch darauf achten, dass die Leute nicht so sehr auf ihre Figürchen und auf die Bodenpläne achten, weil dann hören sie nämlich nicht mehr zu. Das finde ich aber für Anfang der 80er jetzt auch schon wieder sehr ungewöhnlich, weil das ist im Prinzip, also auch wenn es damals noch keiner so genannt hat, Theater of Mind als Fokus und eben nicht Plättchen oder Miniaturen schubsen. Auch das ist selten in der Zeit. Ja, wobei sie aber gleichzeitig ganz viele so Bodenpläne und Gimmicks rausgebracht haben, wo du echt schon mit viel Spaß sowas gemacht hast. Unter anderem dieses tolle Ding hier. Das ein ist Tricorder? Ein Tricorder bzw. ein Starship-Sensor-Gerät. Dass du großes dein, Kino, ganz großes Kino. Dass du deinen Spielern geben kannst. Und das ist also hier schon in der zusammengebauten Version. Und du kriegst dann von deinem Spielleiter gesagt, welche Zahlen du hier an den Rädchen einstellen musst. Und dann siehst du, was dein Scanner scannt. Also entweder, warte mal, ich muss noch den Boden. Ich hätte sowas gerne für Fading Suns. Ist das nicht geil? ist das Teil nicht geil? Also manchmal kriegst du auch noch so einen Sensor-Strip, damit du dann siehst, was für ein Raumschiff du gerade scannst. Oh, wie geil. Ja. Geil. Und das wie gesagt, hier steht dann, wie viel Energie-Output das hat und wie weit das weg ist und so. Das heißt, der Spielleiter kann dir dieses Ding geben. Dann darfst du einen Wurf auf deinen Sensor benutzen machen. Und wenn du Glück hast, kriegst du die rote Folie, damit du es dann auch auf der anderen Seite lesen kannst. Weil das ist dann überblendet. Und ohne die rote Folie siehst du halt also, nicht, was da. Also ja, das ist ein Gimmick, aber ich finde die Idee einfach cool. Geil. Das ist ein schönes Prop. Also, ja. Das ist großartig. Und sie schreiben mit den Regeln, diese Props sind cool, aber es ist viel wichtiger, dass du es ordentlich beschreibst. Aber da wussten sie noch nicht, wie cool diese Props sind, vermutlich. Ja. Sonst hätten sie es bestimmt anders geschrieben. Also das macht richtig Spaß. Und es ist auch da ein 8-seitiges oder noch mehr 16-seitiges Regelwerk dabei, was du da alles ablesen kannst, mit welchen Skills du das verbessern kannst, welche Daten du quasi kriegst und halt entsprechend, wie du den Code ermittelst, den du den Spielern sagst, damit sie die Räder entsprechend drehen. Ja, das Übersetzungssystem sozusagen. Ja. Und dann ja, aber eben doch auch cool. Also der Hinweis, da der Tricorder ja wirklich das zentrale Element jeglicher Informationsbeschaffung ist, ja. Ist ja super. Großartig, und du hast dann in den Abenteuern eben auch, ja, und wenn ihr den Tricorder habt, hier die Nummern. Sehr schön. So geil. Also da haben sie echt schöne Sachen gemacht. Ich habe mir ein Abenteuer hier auch mal genauer angeschaut.
das The Strider Incident. Da geht es um ein Raumschiff, was angeblich einen Zwischenfall auf einem neutralen Planeten verursacht, also ein Raumschiff der Föderation. Und die Klingonen sind die andere Partei, die dann einen Ambassador schicken und sagen, also ihr habt da angegriffen und deswegen seid ihr definitiv nicht qualifiziert, dieses neutrale Gebiet zu sichern. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Und der Raumschiff-Captain wird halt angeklagt, diesen Angriff gemacht zu haben und sagt, nee, ich hatte einen Befehl, ich sollte angreifen. Aber die Funkverbindung ist nicht gespeichert worden, beziehungsweise die Speicher des Schiffs sind in dem Kampf danach von den Klingonen beschädigt worden und man kann also quasi nicht erkennen, ob sie diesen Befehl erhalten hat oder nicht. Und die Crew von dem Raumschiff, auf dem du dich befindest, soll quasi den Vorfall untersuchen, weil der Captain in das Tribunal gegen den anderen Captain berufen wurde. Deswegen kann dein Captain nicht mit, weil der darf ja als Richter... Obwohl er normalerweise natürlich immer dabei ist, wie das ein Captain halt so macht. Klar. Ja, aber darf er in dem Fall nicht, weil er muss ja neutral sein, aber er sagt, da ist was fishy. Guckt mal nach, ob ihr da hinfliegen könnt und den ausgeworfenen Computerlog einsammeln könnt, um rauszufinden, was da tatsächlich passiert ist und ob der Befehl gegeben wurde oder nicht und wenn ja, von wem. Weil möglicherweise haben wir ja einen Verräter hier bei uns. Natürlich. Das klingt wie ein sehr klassischer Star Trek-Plot, inklusive mit dem Tribunal und so weiter. Also es klingt wirklich... Und, natürlich dürfen sie eigentlich nicht, weil sie sind ja Crew auf dem Schiff. Das heißt, mit ihrem Schiff dürfen sie auch sowieso nicht, weil das gerade im Reparaturdock ist. Sie müssen also deswegen quasi nehmen sie einen Shuttle. Sie müssen mit dem Schiff, was inzwischen repariert wurde, von dem anderen Captain... Und teilen von seiner Crew dahin, weil die wissen ja auch wohin. Und dann hast du gleich die Verdächtigen mit an Bord, die potenziell die Verräter sein können. Genau, und kommen dann potenziell zurück mit potenziellen Daten, haben dann aber das Problem, dass natürlich inzwischen der Verräter dafür gesorgt hat, dass sie auf der Abschussliste stehen und müssen das dann entsprechend diplomatisch stellen. Ja. So. Aber klassisch. Sehr schön geschrieben, coole Charaktere, verschiedenste Möglichkeiten. Und ich meine, du musst es nicht machen. Also es gibt keine Stelle, wo du wirklich gezwungen bist. Es ist schon so eher eine moralische Verpflichtung, die du halt fühlen kannst oder nicht. Also ein echt klassisches Abenteuer, wie ich das in einem Star Trek erwarten würde. Solide geschrieben. Ich habe es gerade mal durchgeguckt. Das ist also der Aufbau von dem Heft als Abenteuer, weil ich dachte erst davon, das ist ganz schön dick, auch für die damalige Zeit. Ne? Also 56 Seiten. Das Abenteuer ist von 87, also ist ein bisschen später. Das macht einen großen Unterschied. Aber was sehr spannend ist, ab Seite 33 sind das nur noch NSCs. Die komplette Besatzung von dem Schiff, mit der du da interagieren kannst, von dieser Strider und so weiter und so fort. Ja, und von der Space Station, auf der halt du das Tribunal stattfindest. Und ein paar Klingonen. Aber hier sind 20 verschiedene NSCs drin, die du dann damit spielen sollst. Das ist auch kein... Das stammt aus dieser Periode, wo der Spielleiter einfach alle möglichen tollen Sachen hingeworfen bekommen hat und dann musstest du auch ein bisschen selbst gucken, wie du damit zurechtkommst. So viele NSCs! Ja, bei 20 NSCs. Hier, spiel mal diese 12 Leute und unterhalte dich derweil miteinander. Ja, genau. Mit dir selbst. Du unterhaltest dich mit sich selbst, ja. Es ging ja halt wahrscheinlich darum, dass du die Möglichkeit haben sollst, theoretisch jeden anzusprechen und es steht immer dann dabei, was weiß der darüber und unter welchen Umständen erzählt das. Also es ist schon ein Stück weit auch ein Detektivabenteuer. Ja, aber das eigentliche Abenteuer ist gar nicht so unglaublich lang. Nee. Das eigentliche Abenteuer hat 16 Seiten. Und der ganze Rest ist zusätzlich. Ja gut, aber also ich meine, die Grundprämisse, also ich meine,
Die Story, die jetzt Jan gerade erzählt hat, ist ja auch relativ einfach. Also ich meine, es wird irgendeinen Verräter geben, die Motivation des Verräters und so weiter, die kann ich in einem halben Absatz erzählen. Und dann ist es mehr die Frage, wie kommen wir drauf? Und die Informationen werden dann zum Teil eben bei den NSCs drinstehen, nämlich mit dem, was wissen die? Und so verteilt sich das ja ein bisschen. Also, aber auch da wieder ein Abenteuer, was sich primär über Reden, über Detektivarbeit, ja, über Diplomatie, über Plot spielt, auch da wieder, selbst wenn das 87 ist, passt zu Star Trek. Also es fehlt ein Fistfight, aber ich gehe davon aus, den kann man irgendwie auch noch unterbringen. Die haben mit Sicherheit alle einen Wert für Fistfight, falls du ja möchtest. Ja. Ja, du musst ja nur irgendeiner schöne Augen machen und irgendjemand anders hat was dagegen und dann hast du einen Fistfight. Wird bei denen sowieso dabei stehen. Ja, wer also, da mit ja wem. Wenn du dich mit Megan Trellen prügeln willst, geht das. Habe ich gerade nachgeguckt, ja, das geht. Die ist nur nicht so gut. Ja, Moment, Kirk prügelt sich nicht mit Frauen. Just saying. Es geht aber. Aber der ist ja nicht dabei, weil der Captain ist ja nicht an Bord. Ja, stimmt, stimmt. Sie ist aber, glaube ich, nicht an Bord, sondern sie ist auf der Raumstation und da ist der Captain auch. Okay. Aber ich gucke jetzt gerade mal, wie gut ich eigentlich im Nahkampf bin. Ich glaube, ich bin nämlich gar nicht so toll. Personal Combat Unarmed 20. Also ich bin der Nahkämpfer. Aber du bist ja auch ich bin ja auch Ingenieur, also, ja? Also, haben die nicht auch rote so Hemden an? Hm? Haben die nicht auch rote Hemden an? Alle. Was der Ingenieur kann. Also mein höchster Wert ist Astromechanik. Also klar. Astromechaniker, Sterne reparieren, klar. Leid. Nicht Sterne reparieren, aber da habe ich 76. Aber Chekhov hat Chekhov? Nein. Scotty. Chekhov ist Scotty, meinst du? Astronavigator ist Chekhov. Ja. Das ist der Navigator, genau. Stimmt. Ich dachte Chekhov wäre bester. Aber das war's ganz anders. Hä? Smooth. Scotty. Scotty Montgomery. Ja. Der hat 99. Ja. Okay, 99, ja, klar. Aber sie schreiben, du musst auch so einen Wert haben, um Reparaturen, die 3 Wochen zu dauern, in 3 Stunden schaffen zu können. Also irgendwo muss das ja herkommen. Also, ich kann ja change the laws of physics. Und das auch nur mit einem Bindfaden und einem Stück Uniform oder so. Ja. Aber sie schreiben auch, dass also alle Werte für alle Charaktere aus der Fernsehserie sind drin und sie schreiben, das sind die Superhelden, diese Werte sollte man nicht erreichen. Also in ihren jeweiligen Spezialgebieten. Ich guck mal kurz nach, wie gut Kirk im Boxen ist. Das interessiert mich jetzt ja doch. Nein. Und Uhura in Sprachen. Hä? Was macht man denn? Uhura also in Sprachen. Also, Kirk im Boxen. Bla bla bla. Marksmanship, wo ist es denn? Kirk im Boxen. Augenblick. Kirk kann besser boxen. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Ich bin mir sicher, dass er das kann. Besser boxen mit Kirk. Ja, genau. Hier Sternenakademie Aufbaukurs. 81. Im dritten Semester. 81. So. Ja, ist ja gar nicht so. Da wurde ich auch ab und zu aufs Maul. Bei über 80. Also besser im Aushalten. Bei 80 oder drüber zählst du ja als Masterclass, also das Höchste, was du kriegen kannst. Also Uhura kann Swahili auf 49, Französisch auf 48, Klingonisch auf 40, Orion auf 25 und Romulanisch auf 23. Um deine Frage. Ist ja ein Wunder, dass sie überhaupt irgendwas verstanden haben auf der Enterprise. Ich wollte gerade sagen, das ist wahnsinnig wenig dafür, dass sie als Sprachgenie auch damals schon galt. Also die gab es nicht damals schon den Universal Translator und es war total egal immer? Genau. Ja, plus die Tatsache, du darfst ja nicht vergessen, du hast ja in der Zeit, wahrscheinlich hier auch, auf alles die gleichen Punkte ausgegeben. Ja, du kannst irgendeinen obskuren Dialekt oder Boxen. Ja. Boxen. Ja. Boxen. Ja, und das andere ist, alles, was zwischen 10 und 40 ist, heißt, du musst nicht würfeln, wenn es nicht irgendwas super Spezielles ist.
Sondern du kannst. Aber das würde mich jetzt mal interessieren im tatsächlichen Spiel. Also, weil das ist ja schon, also dieses Handwaving vom Spielleiter zu sagen, okay, ihr seid fünf Leute, irgendwann von euch kann irgendwas bestimmt, dann ist es ja so auch bei Star Trek, dass es im Regelfall nicht die Frage ist, ob sie es packen. Also, wenn sie einen Hypo-Spanner haben oder was auch immer, dann können die halt irgendwie jeden Scheiß reparieren, Raumschiffe fliegen, die sie noch nie gesehen haben und so weiter und so fort. Das ist ja tatsächlich Star Trek immanent, dass die über ein unglaubliches Grundwissen verfügen, das sie jederzeit rausholen können für alle möglichen Dinge. War Hypo-Spanner nicht das andere Franchise? Dafür müssen sie auch richtig lange Schulbank drücken. Also du bist irgendwie Minimum 10 Jahre auf dieser komischen Akademie und dann musst du mindestens 2 Jahre auf irgendwelchen Raumschiffen rumfliegen, bevor du als Spieler anfangen darfst. Ja. Und das Hirnrichjahre sind keine Hirnjahre. Bis du deine, okay, jetzt kriegst du deinen ersten Offiziersrang. Wenn du immer dich scheiße benimmst. Aber als Ensign kannst du gar nicht anfangen dann. Das ist ja eigentlich die klassische. Als Ensign fängst du dann gar nicht an. Also du spielst sozusagen gleich auf der höheren. Ja, du bist direkt. Du bist ein Offizier. Ziel. Ja. Okay. Also, nur die Führungsebene wird runtergepiept. Das kennen wir ja. Ich bin wirklich auch von dem ganzen Rest fasziniert, weil sie hätten das Regelsystem ja im Endeffekt noch deutlich schlanker gestalten können für das, was sie dann im Endeffekt damit machen, weil du viel von dem, was du jetzt beschreibst, das macht auch Sinn für meine Begriffe, für die Art von Spiel, die du hast, dass es viel mehr soziale Interaktion ist, wo du dann eh mehr nach dem entscheidest, was du wirklich tust. Das ist ja auch klassisches Traveler im Sinne von Spiel. Wenn du was erfahren willst, rede mit Menschen und so weiter und so fort. Das wird ausgespielt, das wird alles ausgespielt. Und damit brauchst du eigentlich ganz viele von den anderen Elementen ja nicht mehr, weil du hättest ja diese ganzen Prozentsachen im Endeffekt ja wirklich auch runterbrechen können auf einen W10er, sag ich jetzt mal ganz platt oder irgendwie sowas. Ja, halt. Deswegen frage ich so, weil das Einzige, was sie machen, ist halt sicherstellen, dass halt alle ein Mindestmittelmaß haben, so. Also, weil du halt zwischen 40 und 60 hängst von vornherein mit irgendwas, von den Attributen her und so. Also. Sie sagen aber auch, das ist alles Flottenakademie. Also, alle normalen Menschen sind schlechter. Du bist die Elite. Ja? Was ja okay ist, aber fürs Spiel an sich ist es ja so, dass du die meiste Zeit im Endeffekt nur nachgucken musst, kann ich das? Und dann würfelst du ja auch nicht drauf, so wie ich es verstanden habe. Du kannst halt würfeln, wenn du so Sachen machen willst, wie Scotty, der dann sagt, ich mach's in einer Stunde. Ja, diese Krisenmomente. Ja. Aber was sie halt noch viel intensiver umsetzen. Ich meine, das haben ja die allermeisten Rollenspiele so frei nach dem. Wobei das in der Zeit noch nicht typisch war. In der Zeit wurde immer eigentlich alles gewürfelt. Ich wollte gerade sagen, jede scheiß Mauer, die du überklettern musstest, konnte dir potenziell das Genick brechen, auch wenn sie nur 2 Meter war. Und du konntest halt irgendwie mit 89 bergsteigen und war es halt trotzdem egal, weil es wird immer gewürfelt, sobald es nicht einen Fuß vor den anderen setzen oder auf Toilette gehen ist. Ja. Wenn du so Rollmaster oder solche Sachen hast, da war ja Klassiker. Es wird alles gewürfelt, alles. Teilweise auch auf Toilette gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das hier ist ja da schon wirklich ein Schritt weiter, im Sinne von hier, das kannst du einfach. Hast du nicht Rollmaster mit den Infektionskrankheiten, die du dir auf der Toilette einfangen kannst? Wenn es das irgendwo gibt, dann bei Rollmaster würde ich drauf wetten. Aber das finde ich hier tatsächlich faszinierend. Also weil sie haben dann insgesamt noch ein wirklich ja doch nicht unumfangreiches System, also weil wenn ich 4 Stunden brauche, um einen Charakter zu erschaffen, dann ist da ein bisschen was mit drin. Aber am Ende was du eigentlich gar nicht brauchst, genau. Weil du hast am Ende des Tages ja die Sache mit dem kann ich oder kann ich nicht, das ist ja mehr so Tick-off. Und dieses mit dem du würfelst nur, wenn das in dem Moment wirklich eine Krise ist, also wenn du wirklich jetzt diesen Spannungsmoment brauchst und jetzt ist es nicht klar, also Scotty repariert jetzt irgendwie mit seinem Bindfaden und den Resten seiner Uniform den Warp-Kern. So, dann musst du mal würfeln an der Stelle. Okay, geschenkt. Aber ansonsten habe ich so das Gefühl, nach dem, was du beschrieben hast, jenseits von Kampf, würfelst du eigentlich gar nicht so viel. Ja, also wirklich nur Krisensituation. Okay. Und was dann schon interessant ist, wenn sie damit angetreten sind, eigentlich diese Mischung aus, wir führen dich ein ins Rollenspiel und haben da eigentlich schon einen hohen Reflexionsgrad, aber machen dir dann ein Regelsystem, das eigentlich gegen Anfänger geht. Also, weil das unnötig komplex ist. Weil ich musste jetzt gerade so an Marvel denken, wo ja auch dieses, du kannst irgendwas super, du kannst was mittel, du kannst was gut, also da standen zwar auch Zahlen dahinter, aber am Ende des Tages gab es ein Wort und es hat beschrieben, wie das bei dir ist. So. Und das würde für dieses Spiel ja völlig genügen. Ja. Es ist ja auch so, dass sie halt dieses, wir führen dich durch diese Akademie, durch
vier, fünf Stufen und jedes Mal kriegst du bestimmte Skills, die du immer gleich kriegst. Also jeder kriegt diesen Skill auf diesen Wert. Und deine Wahlmöglichkeiten sind im Prinzip bei zwei, drei Skills, kannst du sagen, ja, und das kann ich halt besonders gut. Und deswegen habe ich da jetzt nicht wie alle anderen nur 10, sondern 30. Mhm. Und dann kriegst du halt irgendwie noch eine Handvoll, abhängig von deiner Intelligenz und deinem Glück, zusätzliche Skills, wo du aber frei auswählen kannst, mehr oder weniger. Wie gesagt, das ist auch wieder Schnauze, das ist im großen Ganzen. Zero-G, Baseball. Ja, also schwerkraftloses Baseball ist ein Knaller. Ja, geht das, voll ab. Oder ja. 3D-Schach halt, ne? Ja. Also, aber es wäre eigentlich nicht nötig, um das, was sie nachher im Spiel brauchen, abzubilden. Aber das ist ja auch bei dem Baumkampf-Simulationsding, also bei dem, was im Spiel selber drin ist, ist es halt, ich bediene mein Pult und je nachdem, welche Position ich habe, kann ich halt irgendwie Schilder hoch und runter fahren, Energie rechts und links schieben und Waffen hochfahren oder abfeuern. Ausweichmanöver Delta 3V. Macht es einen Unterschied? Nö. Also ich weiß nicht, ob ihr jemals gesehen habt, dass irgendeines von diesen Dingern einen Unterschied gemacht hat. Egal. Aber ich bin fasziniert, also weil das eigentliche Spiel hört sich an, als würde es ganz viele Elemente mitbringen, die sich wirklich auch super eignen, um halt Star Trek abzubilden. Oder halt in dem Sinne irgendeine andere Fernsehserie, die ja auch ein Stück weit darauf beruht, dass du das Gefühl hast, ich möchte das können, was eben dort auch dann passiert. Ja, also ich war echt begeistert davon, wie sie es schaffen. Immer noch mit dem Problem, wir müssen aber diese ganzen Werte haben und erschaffen. Aber wie sie es schaffen, das jemandem zu erklären, der das halt noch nicht gemacht hat. Mhm. Der muss trotzdem die entsprechende Geduld und Bereitschaft, sich das auch zweimal durchzulesen, mitbringen. Aber dann kann er das wirklich gut schaffen. Hast du mal nachgesehen, ob es irgendwelche Reviews aus der Zeit gibt? Weil das würde mich durchaus Ich habe nachgeschaut nach Reviews, die waren eigentlich zum großen Teil positiv. Also, was... Mich hört sich das an wie eine Anfängereinführung in ein Expertenspiel. Das ist so ein bisschen... Ja. Also, was man ihnen vorgeworfen hat, ist zu teuer. Wobei, da können sie ja wenig für, ne? Na gut, mein Star Trek, die Marke wird auch Geld gekostet haben, was er in der Zeit auch genau. Nee, ich hab's mir, glaube ich. Nee, ich hab mir die Reviews nicht mit rauskopiert. Aber die waren eigentlich alle so, ja, ist gut, kann man gut benutzen. Der Preis wurde halt nur ein bisschen angemäkelt. Aber grundsätzlich haben sie gesagt, also wenn du wenn du Star Trek spielen willst, gibt es nichts Besseres. Holst du dir das. Was ist denn an Büchern eigentlich dafür rausgekommen? Weil das stammt ja alles aus einer Zeit im Großen und Ganzen. Ich habe das in Deutschland auch nie wirklich wahrgenommen, das Spiel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das in den Läden eigentlich auch nicht wirklich gesehen. Ich habe es in den Läden auch nicht. Ich habe davon gehört, dass es das gibt. Ich habe aber auch selber erst sehr spät, also erst irgendwann in den 90ern da teilweise dann Sachen von bekommen, eben von Soldiers, die das hatten und nicht wieder mit zurückgenommen haben. Also ich habe es auch erst in Sammlung bei irgendwelchen Leuten dann mal gesehen oder sowas, aber ja, also wir haben auch keine Umfrage gehabt, ich habe es nicht gespielt und dann, wie gesagt, irgendwann mal erstmal in irgendwelchen Sammlungen gesehen. Und ich weiß auch nicht, ob ich es gespielt hätte in der Zeit. Also ich war zwar Star Trek Original Series Fan, aber ich dachte, nee, ich glaube, gerissen hätte es mich nicht. Also so. Und wobei es ja davon tatsächlich auch eine deutsche Version gab. Ja. Ich weiß nicht, ob ich daran noch erinnern könnte. Genau. Ja. Das Hardcover-Buch von Fanpro, was rauskam. Von Fanpro. Aber halt erst viel später. Also ich glaube, da gab es das Englisch gefühlt gar nicht mehr. Ja. Genau. Das kam erst deutlich später. Aber es gab richtig viel. Also das Klingonenbuch kam schon 83 direkt raus. Mhm. Und eben dieser Starship Combat Simulator, der letztendlich eine Raumschlacht Tabletop ist. Ein Schiff
Construction Manual, also sich selber Schiff basteln bzw. anpassen. Dann kamen vier Abenteuer raus. Wow. 1984 kamen die Romulaner. Ein weiteres Starship Combat Game. Und auch nochmal 4 Abenteuer. Okay. 85 kam The Triangle, also der Bereich zwischen den Romulanern, den Klingonen und der Föderation, wo quasi die Piraten und so, also Schmuggler und unklare Situationen herrschen. Und 5 Abenteuer. 86 kam eine noch ein weiterer Combat Simulator, eine Beschreibung über die. Ja, Combat Simulator haben sie immer rausgebracht. Also ich meine, können wir mal davon ausgehen, dass Faser richtig, richtig Geld gemacht hat mit diesen, mit dieser Lizenz. Und vermutlich auch dadurch, dass es hier relativ früh war, noch vor Battletech und so weiter, auch wiederum ohne Star Trek es kein Battletech-Rollenspiel, also Miniaturenspiel vielleicht gegeben hätte, zumindest in der Form. Toll, wir haben Battletech Star Trek zu verdanken. 1989 haben sie das First Generation Sourcebook noch rausgebracht. Aber wie gesagt, da war man sich nicht mehr ganz so grün wie in den Jahren vorher. In den Jahren vorher hat offensichtlich Faser einen großen Teil mit am Background von Star Trek gearbeitet. Beziehungsweise nicht Faser, sondern eben diese 3 Autoren. Völlig absurd, ey. Also, das war mir überhaupt so in der Form nicht bewusst, wie Ich bin auch gerade so groß war. Wie groß das war und auch wie wichtig das offensichtlich halt auch, war für Faser, für das, was wir von Faser kennen. Ja. Wichtig für Battletech, wichtig für Shadowrun und so weiter. Also weil sie müssen damit Geld verdient haben und nicht zu knapp, weil du produzierst ja nicht über mehrere Jahre im Prinzip so viele Produkte für eine Linie, wo du dann merkst, nee, wir haben eigentlich keine Nachfrage. 7 Jahre für ein Produkt, was so hart auf einer Lizenz, auf einer Fremdlizenz beruht. Und da haben sie echt viel rausgebracht. Ich meine, das lässt für mich persönlich auch noch mal die Tatsache, dass Western Games sich dann Star Wars geholt hat, noch mal in einem ganz anderen Licht erscheinen. Ja. Mhm. Ja. Und dieses Space Combat System, dieses Raumschlacht-Simulationsding, das ist für mich die Vorläufe A von Battletech, B von Interceptor und Centurion diesen ganzen Tabletop-Geschichten, die danach von Faser rauskamen, weil die Regeln sind sehr ähnlich, die Battlesheets sind sehr, sehr ähnlich. Also das sind alles... Ich lese mal einen Satz aus dem Wiki vor, der das ganz gut auf den Punkt bringt. The company went on to establish itself as a major gaming company with the publication of the Star Trek role-playing game. Ja, also dadurch, dass sie Star Trek rausgebracht haben, haben sie ihre Position gefestigt als zentraler Mitspieler bei den großen Jungs, was Rollenspiele angeht. Oder überhaupt in diesem Fantasy-Bereich. Was ich hier auch spannend finde, übrigens, die erste Edition ist von den Fantasy Simulations Associates. Danach, Second Edition, ist keiner mehr von den Originalleuten mit dabei. Nee, die sind dann zu Tellurian und... Sind andersweitig dann. Also hier, das ist dann wirklich von Jordan Weissman und Ross Babcock und solchen Leuten, also dann eben klassischen Faser-Staff-Members eben dann gebaut worden. Wenn man sich die Liste auf Wikipedia anschaut, mit wie viel Zeug da rausgekommen ist, ist... Ja. Also das hat TSR-Level von der Menge her. Also das ist... Ja, ich meine, wenn du dir mal anguckst, da ist ein Jahr, wenn dann 5 Abenteuer rauskommen, wie viele andere Firmen haben es denn geschafft, in der Zeit 5 Abenteuer rauszubringen? Also, das waren wirklich nur die ganz, ganz großen Marken. Was waren das? Das war D&D, in Deutschland das Schwarze Auge. Und jetzt wird's schon eng. Whole lot of nothing, ja. Ja, die haben 88, 89 noch die Next Generation Sachen dann. Das waren die letzten Sachen, 88 und 89. Ja. Krass. Naja, es ist halt nur ganz wenig nach Deutschland gekommen, deswegen haben wir das kaum mitgekriegt.
Ja. Aber das war in Amerika wohl richtig groß, richtig wichtig und hat Faser zu dem gemacht, was wir dann später in Deutschland kennengelernt haben. Da waren sie nur mit Star Trek im Prinzip schon durch. Was man an der Stelle natürlich auch anmerken muss, ist, ich glaube allgemein war Faser zu der Zeit in Deutschland einfach nicht so stark vertreten. Also ich glaube, dass das in Deutschland auch erst groß wurde, nachdem das durch FanPro effektiv in der deutschen Version eben groß gemacht wurde. Mhm. Also BattleTech war auch in Deutschland, bevor die deutsche Version rausgekommen ist, hat das auf meinem Schirm so nicht wirklich stattgefunden. Eher randständig, ja. Ja, stimmt schon. Ich meine, man muss auch sehen, dass Faser halt kommt halt auch eher von diesen Hard Military Simulation, also nicht Military Simulation, aber eben Traveler, also Hard Science Sachen, die ja grundsätzlich auch in Deutschland nicht so super populär waren. Und ich finde es spannend, weil das eigentlich schon die DNA von vielen Sachen danach hat. Also ich würde argumentieren, dass sowohl BattleTech als auch Shadowrun, wie soll ich es vorsichtig sagen, keine besonders eleganten Systeme sind, die einen relativ hohen Komplexitätsgrad haben, mit einer Welt, die aber, also mit einem Szenarien und drumherum, das total geil ist und interessant ist und voll viel Fantasie erlaubt und Möglichkeiten erlaubt, aber das System ist eigentlich ein sehr nüchternes. So. Mhm. Und das ist hier genauso. Also, dass sie sozusagen das alles wissen. Also, sie wissen, was man machen müsste, und sie gucken drauf, wie man Szenen beschreibt, und versuchen irgendwie diese sozusagen zu emulieren, wie diese Episoden gehen. Aber sie geben dir halt ein System. Sie können sich nicht davon lösen, ein Simulationssystem zu bauen, das irgendwie komplexere Tät hat, die es für das Erlebnis eigentlich gar nicht braucht. Und das ist ja bei Shadowrun genau das Gleiche. Also, kann über Shadowrun sagen, was man will, aber es ist sicherlich, also jenseits davon, dass es wahnsinnig lustig ist, Waschmittel, Körbe, große Mengen von Würfeln zu würfeln, ist es für so, oh, wir machen voll den krassen Kampf, der in Sekundenschnelle vorbei ist, aber im Echtzeitspielen halt 23 Stunden dauert, ist eine gewisse Disparität. Ja. Das ist so. Was ich wirklich interessant finde, ist einfach, dass ich das, also wie zentral dieses Spiel für diese Firma gewesen sein muss. Ja. Mhm. Also das war also zumal null die, auf meinem also ich meine, ich habe jetzt gerade mal kurz diesen Wiki-Artikel angeguckt. Die haben ein paar Jahre vorher mit $350 diese Firma gegründet, haben im Prinzip eigentlich als erstes großes Ding dann Star Trek rausgebracht, wie auch immer sie an diese Lizenz gekommen sind, als Nobody zu dem Zeitpunkt. Also sie hatten vorher Traveler, aber Traveler war auch groß, aber also diese Supplements, die sie gemacht haben für Traveler, aber sie haben aus dem Nichts so eine Lizenz an Land gezogen. Ja gut, also die Traveler-Sachen, die sie rausgebracht haben, damit waren sie zu einer Zeit unterwegs, da hat jeder und sein Hund Material für Traveler. Traveler, eben, deswegen. Also der Unterschied zwischen Traveler und D&D zu der Zeit war, dass Traveler wirklich diese Lizenzen auch rausgegeben hat, wohin D&D zu der Zeit dann schon wieder angefangen hat, alles einzusammeln, was nicht mehr drauf im Baum war. Das war gerade so das Ende, wo dann Judges Guild und so weiter und so fort dann von TSA effektiv dann wieder resorbiert wurde. Aber die Traveler war sehr, sehr dahinterher. Die haben das viel gemacht. Und da waren sie einer von, ich schätze mal, 5 Publishern oder irgendwie sowas um den Dreh. Also wenn nicht mehr, die halt dann irgendwelche Sachen gemacht haben. Und die haben halt alle, also ich sag mal, zu der Zeit gab's Bodenpläne für Traveler, gab's halt im Dutzend an der Ecke. Also das hat wirklich, haben wirklich viele, viele Menschen gemacht. Und ich habe mich, ich kenne ja. Da willst du so harmlos einen Hotdog am Wagen an der Ecke kaufen, kriegst du gleich auch noch Traveler-Pläne drauf. Genau, kriegst einen Traveler-Schiffsplan dazu geschenkt, ja. Oder zum Einpacken von billiger Zeitungspapier. Also das, ich kenne ja sowohl Ross als auch Jordan, und die Story, die halt erzählt haben, gerade aus diesen Anfangszahlen, weil halt wirklich, die sind mit den paar Heften, die sie gedruckt haben für Traveler, sind die halt zu einem Con in der Nähe gefahren und haben mit diesen $350 eben dafür dann Sachen gedruckt, aber fürs Hotel hat es halt nicht mehr gereicht. Und deswegen haben sie im Auto übernachtet und gemacht und getan und dann auf der Con eben ihre Sachen verkauft und mit dem Geld, was sie dann eingenommen haben, den Stand bezahlt. Also, und darauf kommen sie dann eben auf Star Trek. Aber wie kamen sie zu Star Trek? Nee, ich meine, hey, wir haben damals, um jetzt mal das aufzulösen, was ich vorhin angedeutet hatte, ihr könnt euch noch an Heritage Models erinnern? Das waren die Kollegen, die damals ja wirklich auch das erste Star Trek-Rollenspiel hatten.
Also ich habe das Ding selbst noch nicht gesehen. Da konnte ich bisher leider noch keine Flossen dranlegen. Die hatten das. Und ich sag mal, Heritage Models war ja damals auch nicht professionell. Das waren jetzt nicht so die größten, die man sich wünschen konnte. Vielleicht haben die Autos nebeneinander geparkt und der eine dem anderen das rausgeklappt. Ja, aber stellt euch jetzt in dem Zusammenhang mal wieder vor, wir haben uns ja damals drüber unterhalten, was hätte aus Heritage Models werden können, wenn sie diese ganzen Lizenzen dann hätten wirklich auch umsetzen können, die sie dann bekommen hatten und sowas. Und wenn ich mir jetzt angucke, was aus Faser dann geworden ist, stell dir mal vor, die hätten das halt geschafft mit all den Dingern, die sie dann die Kosten hätten. Stell dir mal vor, Heritage Model hätte das gemacht und nicht Faser hätte die Lizenz gekriegt, somit Geld verdient, ein Jahr später Battletech rausbringen können oder zwei, genau genommen. Also, dann hätten wir vielleicht kein Battletech in der Form. Also, das meine ich. Da sind wir wieder bei wow. Also, wie manchmal so Kleinigkeiten offensichtlich die Geschicke und Geschichte des Rollenspiels beeinflusst haben. Kann durchaus sein, dass dadurch das Heritage Model gescheitert ist, hat als Star Trek gesagt, naja, die Lizenz, dann könnt ihr es auch mal versuchen. $200. Ja, gut. So. Was du ja auch nicht vergessen darfst, ist, wir waren ja da noch in der Zeit, das hatten wir damals mit dem, wer darf das eigentlich machen? Hm. Und sie hier hatten ja, so wie ich das sehe, tatsächlich eine echte Lizenz von. Wie gesagt, wer steht das, mehrfach wird erwähnt, dass sie zusammengearbeitet haben. Wer ist das von. Wer ist das, Universal? Oder mit wer? Paramount. Steht ja, weil sie haben Exclusive License von Paramount Pictures. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie halt einfach intelligent genug waren, um dann zu sagen, so von wegen, ey, wir fragen die einfach mal an. Und bei Paramount war es ja wahrscheinlich dann auch so nach dem Motto, dann geben wir es denen. Die anderen kriegen es ja nicht auf die Kette. Nein, die anderen haben ja unter einer Lizenz rausgebracht, die sie gar nicht wollten. Das war ja diese Lizenz über eine Lizenz von einem Buch, was irgendwann mal rausgegeben war. Und so weiter. Und da hat Paramount plötzlich dann Geld gekriegt für. Für das andere hat ja Paramount nie Geld gesehen. Mhm. Und dann halt zu sagen, so von wegen, weil für die war, zu dem Zeitpunkt, als sie das rausgebracht haben, war das ja durch. Da war ja Star Trek eine erledigte Serie. Das war eine alte Fernsehserie, die sie gemacht hatten. Ja, es gab einen Kinofilm dann jetzt. Was soll das? Ja, also da muss man halt mal gucken und so weiter und so fort. Selbst wenn da noch Filme kamen, aber sie wollten ja vor allen Dingen die Serie. Mhm. Und die Serie war für Paramount ja abgeschlossen. Und das war ja im Endeffekt aus der Denke heraus Geld für nichts. Und da kommt irgendjemand, gibt dir dafür Geld. Und was man nicht vergessen darf, ist, auch wenn die mit $350 angefangen haben. Die Familie Wiseman gehört zu den, sagen wir mal, eher etwas wohlhabenderen Familien. Ja? Und man muss auch sagen, der Vater hat ein Buch Publishing, also der war Verleger sozusagen. Das heißt, der kannte sich mit Verlegen aus, was Faser als Verlag von allen anderen Newcomern in dem Bereich extrem abgehoben hatte. Genau. Und der wird auch bei solchen Dingen wie Lizenzverträgen mitgeholfen haben können oder zumindest den richtigen Anwalt vielleicht schon mal rübergeschoben haben, zu sagen. Einfach jemanden, den man fragen konnte, und vielleicht hat er dann einfach auch gesagt, so, von wegen, okay, hier gibt's eine Garantie. Und irgendwie sowas das Ganze. Weil am Ende ist ja auch so eine Sache in der damaligen Zeit noch, war das vor allen Dingen eine Frage des wie viel. Also da sind viele Sachen noch ganz anders gelaufen. Was man auch noch berücksichtigen muss, auch aus einer heutigen Perspektive, Fandom war damals noch etwas sehr, sehr anderes. Also ja, es gab Star Trek-Fans, aber das, was wir heute allgemein nennen als Trekkies, mit international vernetzt und so weiter, das gab es in der Form Mitte der 80er ganz, ganz wenig. Es gab lokale kleine Vereine oder sonst irgendwas, die irgendwie Fans waren oder so, aber es gab ja auch keine Conventions in der Art, wo man hätte irgendwie groß hingehen können, etc. Also deswegen, das heißt, du wusstest auch einfach als Filmfirma oder als Verlag ja häufig gar nicht, ja, wir bringen jetzt ein Lizenzprodukt raus, das verstehe ich noch zu dem Release vom Film, so Toys-mäßig, das hatte Star Wars ja nun etabliert, aber irgendwie eine Serie, die etwas älter ist, warum jetzt genau? Okay, machen wir. Also ich meine, auch das ist ja etwas, so wie du gerade sagtest, Markus, nämlich dieses, ach, wir können da vielleicht doch noch ein bisschen Geld verdienen, und wenn es ein paar Euro sind, so, also Dollar in dem Fall. Aber deswegen, also das mit dem Fandom-Entwicklung, das kam ja dann erst genau mit Mitte der 80er fing das dann an, dass Fans internationaler wurden, dass Magazine auf einmal wieder gemacht wurden für Serien und solche Sachen. Also das. Und da hat dieses Spiel mit Sicherheit auch
durchaus einen Anteil dran, weil da gab es plötzlich nämlich ein Buch, in dem du genau nachschauen kannst, was für ein Equipment haben die denn dabei. Ja. Ja? Und dann kriegst du so einen Papp-Recorder. Du kannst in sowas spielen. Also, und du musst dich nicht kostümieren. Also, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass noch eine Menge Star Trek-Fans dann nämlich angefangen haben, sich ihre Niki-Schlafanzüge umzunähen und da irgendwas draufzunähen und so weiter. Ja. Entschuldigung. Ja. Alles gut. Ja, also, ich meine, mehr sind die halt nur nicht vor mich. Aber das, deswegen, also ich, das wäre mal auch interessant zu wissen, wie viele Leute so in den 80ern Star Trek Rollenspiel gespielt haben und letztendlich auch genau diesen Fandom nach vorne getrieben haben. Also dann auch später die ersten größeren Star Trek Fan Associations und so weiter gegründet haben, die sich vielleicht auch genau aus dieser Rollenspielbubble dann rekrutiert haben. Ich glaube, man kann durchaus sagen, dass die Rollenspiele in den 80ern jetzt gerade auch für Star Trek und für Star Wars mit einem Grund sind, warum diese beiden Franchises eben nicht danach einfach verschwunden sind, wie so viele andere. Mhm. Weil ja. Es war ja nicht das allererste Mal, dass es eben große Franchises aus diesem Science-Fiction-Bereich eben heraus gab. Aber die anderen sind halt alle dann irgendwann verschwunden, weil halt keinerlei, es ist nichts mehr nachgekommen. Und das hat halt schon, glaube ich, einen großen Unterschied gemacht. Und davor waren die einfach auch, ich würde jetzt nicht sagen uninteressant, aber wenn ich mir sowas angucke, da erinnere ich mich an diese Geschichte dann von Space Patrol. Mhm. Also, Riesending am Ende des Tages, ja, aber ist dann halt irgendwann einfach verschwunden. Oder auch dann sowas wie Buck Rogers, das hat halt einfach zu lange gebraucht, also bis halt wieder was dann passiert ist und irgendwas. Ja, und es ist Buck Rogers. Aber, oder auch wegen mir Flash Gordon oder sowas. Aber hier haben wir halt Sachen, da ist das noch nicht so lange her. Das heißt, du hast plötzlich noch Menschen, die sind eben in einem Alter, das noch nicht bedeutet, nach Motto, ich erinnere mich an meine Kindheit, sondern das sind keine 30, 40 Jahre dazwischen, sondern du hast hier eben Leute, für die ist das 10 Jahre her, 15 Jahre her und die stehen in dem Sinne dann mitten im Leben und dann passiert dann was damit und dann das eine hält das andere am Leben. Was man bei Star Trek natürlich auch noch sehen muss, ist, die Original Series lief über das Syndication-System halt auch kontinuierlich auch in den 80ern immer wieder im Fernsehen. Also die hatte durchaus eine relativ große Präsenz. Ähnlich wie bei uns in Deutschland ja im Prinzip dann irgendwie in den 80ern gefühlt eigentlich jeden Samstag irgendwie Star Trek lief. Also dass es angeblich nur 70 Folgen oder so davon geben soll, halte ich für ein Gerücht. Das müssen 100. Ja, ich habe mindestens 400 gesehen. Also. Ja, und das, obwohl in Deutschland ja ein paar nie gesendet wurden. Also. Das ist ja dasselbe dann mit Battletech gewesen, weil diese Robotech-Serie halt auch im Kinderfernsehen lief und deswegen das Battletech dann eben. Aber nur in Amerika. In Deutschland. Nur in Amerika, ja. Nur in Amerika. Aber da hat das halt für Faser genauso funktioniert wie Star Trek. Ja. Das ist, ich finde es cool. Ich finde es wirklich faszinierend. Das war und sie großartig. Haben eine großartige Einsteigehilfe gebaut. Also anders als andere Rollenspiele zu der Zeit, die wir hatten, versuchen sie wirklich Leute, die keine Ahnung haben, reinzukriegen. Okay, das, sie halten sie auch gleichzeitig wieder ab. Das ist ein bisschen. Aber also im Verhältnis sind sie netter als alle anderen. Ich finde es aber allein deswegen schon cool, wegen dieses Kadettenhandbuch, einfach, wo du wirklich nur Hintergrundinformationen und Dinge hast. Das ist halt einfach cool. Ja. Das macht halt. Also vor allem auch die Idee, das so zu machen. Also, so wirklich so dieses: Du bist jetzt Kadett an der Sternenflottenakademie, du musst ja jetzt erstmal so ein paar Basics wissen. Und ich meine, das ist ja vom Feeling her, ist ja genau so eine Art Onboarding, schon fast in Character. Also. Und die Leute, die sich auskannten oder die Serie dreimal gesehen haben, haben gesagt: Oh ja, klar, weiß ich, alles klar, völlig klar. Die hatten aber so gleichzeitig auch wiederum das Gefühl: Ja, siehst du, ich weiß Bescheid, dann kann ich das jetzt zocken hier so. Ja, ich kann an der Sternenflaggenakademie schon bestehen. Also. Ja, weißt du, was ein Schiffslogbuch ist? Das ist auch darin erklärt. Also, faszinierend. Danke dir, lieber Jan. Das war wirklich großartig. Das war auch ein echter Spaß für mich und ich werde mit meiner Frau bestimmt mal ein bisschen Star Trek spielen. Sie hat schon einen Charakter gemacht. Was für einen? Ein Vulkanier. Power Gamer. Okay, gut, alles klar, sehr schön. Nein, das war logisch. Faszinierend. Sehr schön. Danke dir, lieber Björn. Danke, lieber Jan. Danke, ganz besonders natürlich an dich.
lieber Jan Schmid, der du dich hingesetzt hast und das alles durchgelesen hast und im Schweiße deines Angesichts diesen wundervollen Charakter erschaffen hast. Ja, danke, der auch einen Vigonen erschossen hat. Also, natürlich nur gestunt. Wollte ich gerade sagen. Danke an euch, dass ihr uns hier begleitet habt auf dieser Reise zurück in die 80er. Und ich bin mir sicher, der gute Herr Jan Wagner wird jetzt ganz, ganz viel... Nice. Vor allem mit dem getapten Finger. Der gute Herr Jan, jetzt weiß ich, was heute auf mich zugekommen ist, Wagner, wird sich natürlich noch mal ganz wild darüber auseinandersetzen, sich Gedanken machen, wie wir das jetzt genau gestalten mit allem, was sich rund um Golden Heroes dreht, damit wir auch damit und mit euch zusammen, danke für den Hype-Train nochmal an der Stelle, ganz, ganz, ganz coolen Spaß haben dürfen. Ich freue mich da auch sehr drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir uns dann vom Jan dann nochmal quälen lassen dürfen. Yes! Ansonsten, was passiert denn noch die Woche, lieber Ingo? Ich bin mir sicher, wir haben noch Dinge, die passieren sollen. Diese Woche tatsächlich nicht mehr. Diese Woche nicht mehr. Also es ist eine Woche der Ausfälle, das glaube ich, kann der Björn bestätigen, weil der hätte eigentlich Mysterious Matters jetzt am Mittwoch. Das fällt aber aufgrund von Dingen wie war das, Beruf oder sowas aus. Also, ja genau, Berufsleben hat bei zwei Teilnehmenden reingegrätscht, so dass wir am Mittwoch zwar irgendwas streamen werden abends, aber eben nicht Mysterious Matters. Von daher, mal gucken, vielleicht machen wir Charaktere für Savage Pathfinder oder so. Ich habe keine Ahnung, wir wissen es noch nicht. Das werden wir morgen besprechen. Genau. Deswegen kein Mysterious Matters, erst in 14 Tagen, dann, also in 16 Tagen wieder. Genau, fantastisch. Also, nichtsdestotrotz, nächste Woche legen wir natürlich dann wieder mit einer weiteren Folge Alte Männer los. Wer ist nächste Woche dran? Wer darf? Der Björn! Der Björn ist dran. Wir werden natürlich noch nicht verraten, was es ist. Ich weiß es. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich bin mir sicher, Björn hat sich gut dabei amüsiert. Es ist nicht ganz so schlimm, wie Skulls and Bones. Wir haben eine unterschiedliche Definition von Amüsement. Also, mich amüsiert's. Nein, es ist auf eine schräge Art unterhaltsam. Nice. Also von daher, es lohnt sich auf jeden Fall dann auch entsprechend nächste Woche wieder mit einzuschalten, wenn wir uns wieder zurückstürzen in die 80er. Jetzt heißt es erstmal, egal was ihr tut, bis wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Bleibt auf jeden Fall gesund. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.